Schönen guten Abend an alle Leute, die dabei sind. We are Football 2024, der Nachfolger des Fußballmanager-Spiels, das vor 3 Jahren rausgekommen ist. Anfang März ist es soweit, dann gibt es einen Nachfolger. Und auch diesmal Chefentwickler dieses schönen Spiels, Gerald Köhler. Liebe Grüße an Gerald. Ja, hallo. Freue mich sehr, dass ich da sein kann. Mal wieder. Wir sind live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube. Ihr seid bei WB bei Writing Bull. Und wir zeigen euch gleich die aktuelle interne Entwicklerversion dieses Spieles. Ihr könnt selber auch eine Demo runterladen und spielen. Die gibt es auf Steam. Das Spiel erscheint dann am 4. oder am 5. März, Gerald. 4. März. 4. März. 4. März 2024. Ich werde hier auf Twitch und auch auf YouTube hier drunter unter dem YouTube-Video ein paar Links haben. Ein Link, der führt auf die Steam-Shop-Seite, dort könnt ihr die Demo runterladen. Oder das Spiel bei Interesse wishlisten, das kostet euch nichts. Die Entwickler werden dabei unterstützt und supportet, weil ihr Projekt mehr Sichtbarkeit bekommt. Ihr bekommt Infos zum Spielen. Ein zweiter Link führt auf Games Planet, dort wird das Spiel rund ums Release zu haben sein. Ein Ticken billiger wahrscheinlich als auf Steam, vielleicht auch in Kombination mit einem personalisierten Gutscheincode von mir. Das ist alles noch in der Diskussion. Ich hoffe, es klappt. Und ganz wichtig, falls ihr darüber einkauft, das ist nicht der graue Markt. Entwickler werden aber nicht beschissen und ein möglicher Rabatt durch einen Gutscheincode geht auch nicht auf Kosten von Gerald und seinem Team, sondern auf Kosten der Gewinnspanne von Gamesplanet. Wir legen mal los. Erste große Frage, die im Raum steht, wie ein Elefant, Gerald, ist, was sind die Unterschiede? Nicht alle, aber die wichtigsten im Vergleich zum ersten Teil. Ja, in der Tat, das ist werden gleich eine abendfüllende Frage fast, aber ich glaube, am wichtigsten ist erstmal der ganze Bereich Engine. Das heißt also, die Spieldarstellung erfolgt jetzt in 3D. Man kann genau gucken, wo die einzelnen Spieler entsprechend laufen, was sie da machen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, das auch einzustellen, wie das erfolgen soll, von den Kamerapositionen über Replays und über welche Informationen man über den Spielern dargestellt haben möchte, über sowas wie den Konferenzmodus, wo man noch andere Spiele zuschalten kann, wo dann gewechselt wird, je nachdem, was dort passiert. Und dann sieht man auch dort die Highlights, alle möglichen Sachen. Und ich glaube, da kann jeder so das Spiel so für sich gestalten, wie er das möchte. Die 3D-Szene wurden auch viel gelobt in einer Preview bei der GameStar, waren auch ein Screenshot zu sehen. Da sehen die jetzt nicht so aus wie bei einem AAA-Spiel, aber das ist klar, ihr seid ein relativ kleines Team, ihr messt euch nicht mit irgendwelchen Giganten. Aber das Entscheidende ist, ob sie als Informationsträger funktionieren und so ein bisschen mehr sind als die Tabellendarstellung von vorher. Schauen wir uns nachher an und kleiner Spoiler, ja, sieht eine Atmosphäre aus und gibt auch Informationen. Eine andere wichtige Sache, die werden wir am Ende des Streams demonstrieren mal kurz. Das ist das Thema, man kann selber einen eigenen Club gründen und den als Dorfclub rauf in die Weltspitze führen, Gerald. Genau, das war eine Sache, die sich sehr viele Spieler gewünscht haben, dass das geht sozusagen am Start des Spiels, dass man das so einstellt, dass man in der unteren Liga beginnt, praktisch den Verein aus dem Nichts erschafft und dann Schritt für Schritt eben aufbaut und das natürlich dann auch mit seinem Heimatverein machen kann und dass man halt nicht den Editor dazu braucht und dann irgendwie lange rumeditiert, sondern dass man das direkt am Spielstart innerhalb von ein paar Minuten machen kann und dann kann man es immer noch so ein bisschen tunen nachträglich, kann auch sein Wappen gestalten und solche Dinge, wenn man das dann möchte, aber ansonsten spielt man halt einfach mit dem Wappen, das man halt mit dem kleinen Wappeneditor dann selbst gestalten kann. Der erste Teil hattet ihr für teuer Geld Lizenzen euch geholt von den diversen Ligen, Frauen- und Männerfußball, beides ist hier simuliert. Diesmal habt ihr euch das erspart. Spiel ist weiterhin sehr modfreundlich, du hast es gerade erwähnt. Und extra für unseren Stream, das ist keine Initiative gewesen, da lege ich großen Wert drauf, der Hersteller, also vom Publisher Handy Games, einer Tochter von THQ Nordic, und auch nicht auf Initiative von Gerald in seinem Team und im Entwicklerstudio geschehen. Aber ich habe eine Fanmod, beziehungsweise einer unserer Community-Mitglieder, Akira Nagasaki, gerade auf Twitch unterwegs, hat in langer Tag- und Nachtarbeit eine Mod extra für den Stream gebaut und hat die Originaldaten von vielen Vereinen eingebaut. Nicht alle Spieler, das wäre für ein Ein-Mann-Solo-Projekt ein bisschen viel, aber hat mir bei meinem Lieblingsclub zum Beispiel den Original-Kader reingemoddet. Das benutzen wir, wie gesagt, keine Aktion der Hersteller, sondern eine Fan-Initiative. Demonstriert natürlich auch, wie modfreundlich das Spiel ist. Datenbanken kann man über den Editor reinladen, das habe ich im Vorfeld schon gemacht.
Da starten wir ein neues Spiel, aber die Start wählt man die entsprechende Datenbank aus. Was wir zum Start machen, wir spielen Männerfußball, nicht Frauenfußball, ist, dass ich auf Ihre Datenbank gehe, mal diese Datenbank hier lade. Viele liebe Grüße nochmal an Akira. Akira ist im Chat da. Toi, toi, toi für die Hertha und für Heidenheim ebenfalls. Riesige Auswahl hier drin. Hier kann man mit die grünen Häkchen hinzufügen oder abwählen. Wir spielen mit allen hier. Wir gehen einen Schritt weiter. Die ersten schreiben schon im Chat, ich sehe mich in Niederungen Luxemburgs einen Club gründen. Hast du einen Lieblingsclub, den du bei so einem Spiel immer selber gründest? Deinen eigenen Dorfverein oder eine Fantasy-Fußballmannschaft oder ähnliches? Ja, ich nehme immer Igersheim. Das ist sozusagen der Ort, in dem ich aufgewachsen bin und da fange ich immer an. Kannst du denn eigentlich... Das liegt in Nordbaden-Württemberg an der romantischen Straße, wer das nicht zuordnet. Ja, also ich vermute, die meisten hätten das jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen gewusst, aber man kann es hinzufügen. Das gab es im Vorgänger auch schon. Namen eingebbar selber, wer man ist, Geburtsort, was auch immer. Achtung, der Geburtstag ist nicht authentisch, nur das Geburtsjahr und der Geburtsmonat, das Datum nicht. Aber ich werde in diesem März halt 61 und im April dürft ihr mir gerne gratulieren, wenn ihr wollt, aber den Tag möchte ich nicht spoilern, aus Privatsphäre Gründen. Was auf dem Bildschirm neu ist, Entschuldigung, ist der Startlevel. Das heißt, wenn man bereits gespielt hat, kann man in einem zweiten oder dritten Spiel dann auf die Fortschritte praktisch direkt zugreifen. Wenn man das möchte, kann man dann auch mit Stufe 5 oder 8 beginnen und je nachdem, wie weit man da gekommen ist. Und die Fähigkeiten, die man bis dahin mitgenommen hat, die kann man auch direkt wieder haben sozusagen. Und dann gibt es noch das Familienfeature. Natürlich ein ganz alter Wunsch der Manager, meinte, dass das wieder kommt sozusagen und dass man wieder eine Familie gründen kann mit Kindern und Partner und dann sehen kann, wie sich das alles im Spielverlauf dann entwickelt. Das wollen wir auf jeden Fall aktiviert haben. Muss man nicht, machen wir aber. Wollt euch ja zeigen, was alles drin ist. Ja, fängt auch sofort an mit dem Familienstand. Meine Frau heißt Gabi. Unfassbar, wie die es ins Spiel reingefunden hat, kann ich mir nicht erklären. Vermutlich hat das Spiel irgendwie, was weiß ich, meine Brieftasche und meinen Personalausweis oder meine Familienurkunde gescannt. Unfassbar. Sie heißt mit Nachnamen Bull, das werde ich ihr sehr schonend noch beibringen müssen. Geburtsdatum stimmt nicht, also nicht, dass er jetzt anfängt. Am 20. September 63 bei den Streams, bei allen Jahrestagen reinzuschreiben, alles Gute zum Geburtstag an Gabi. Eine Frau ist sie schon, verheiratet sind wir ebenfalls. Charakter Eigensinn, damit habe ich nichts zu tun, weiß ich entschieden von mir. Das ist, du musst mir jetzt mal kurz helfen. Beteuere mal bitte, dass ich das nicht, dass ich, im Gegenteil, ich mache was ganz Freundliches hier. Sozial und hilfsbereit, das passt sogar. Ja. Ich habe einen kleinen Vogel, der heißt Luna, behaupte ich mal einfach. Und viele andere Dinge kann man machen. Was passiert, wenn ich auf Privatleben simulieren klicke, Gerald? Eigentlich war das nur für uns so zum Testen, aber können wir gerne mal machen. Und dann sehen wir praktisch, hier oben haben wir so Buttons mit plus ein Tag, plus eine Woche und so weiter. Und wenn man dann drauf drückt, dann sieht man, was passiert in dieser Zeit sozusagen. Sehr authentisch. Gabi ist meine große Liebe, alles richtig. Sie ist Fan von Pforzheim, das ist mir persönlich neu, aber man nimmt mal alles mit. Wir simulieren mal das eine Woche. Das hatte ich aber vorher eingestellt, das stand da Ach unten, so. Das kann man einstellen. Sozusagen, das ist der aktuelle Verein und dann beziehen sich die Ereignisse dann auf den Club. Nachher ist es dann so, dass das dann der Club ist, wo man natürlich arbeitet und wo dann auch zum Beispiel die Spieler dann die Kinder dann Karriere beginnen können. Sogar die Enkel werden noch simuliert, also auch das geht noch weiter. Scheidung einreichen wollen wir ganz schnell ignorieren. Haustier anschaffen, mal gucken, was passiert. Noch eine Katze. Wir holen uns mal ein Meerschweinchen. Wird viel gewünscht, Meerschweinchen oder Hamster. Und hört auf den hübschen Namen. Unser Meerschweinchen hört auf den hübschen Namen Marcel. Liebe Grüße an Marcel. Marcel ist im Chat. Du wurdest gerade zum Meerschweinchen Marcel befördert. Marcel habe ich gerne gemacht. Extra für bei den Vorbelegungen der Namen sind wir so weit gegangen, dass wir jeden einzelnen Namen gecheckt haben, ob der als Hund oder Katze oder sonst was durchgeht. Also, okay. Der Marcel ist sicherlich ein Universalname. Ja. Wir gehen mal wieder eins zurück. Marcel äußert sich begeistert im Stream-Chat. Wäre ich auch an deiner Stelle.
Rob hätte gerne gewusst, ob man in Zukunft sein eigenes Haus einrichten kann. Einrichten nicht, aber es ist dann schon so, dass das so nach und nach entstehen könnte. Und dass auch die Kinder bauen dann Häuser und so. Schwierigkeitsgrad, wir machen einmal auf normal. Ich habe Geralt dabei. Ich kann nicht auf leicht gehen, dann würdet ihr... Das würde auf das Image von Geralt abfärben, wenn wir unter normal spielen würden. Ich mache das, um dich zu schützen. So, und das sind die verschiedenen Modusse oder Modi im Spiel. Vereinsgründung. Mein Vorschlag, wir haben 2 Stunden Zeit, ist, dass wir ein bisschen zu Beginn einfach hier Verein uns auswählen. Akira Nagasaki hat uns den Verein Borussia Mönchengladbach, mein Lieblingsverein, schon mal durchgemoddet. Und das war gegen Ende des Streams. Mal zeigen, wie man einen Verein gründet, unseren eigenen. Aber dass wir damit mal anfangen. Was wären die anderen Möglichkeiten, Geralt? Also Weltmeisterschaft und Europameisterschaft sind einzelne Turniere. Das heißt, man spielt dieses Turnier und das Problem ist halt dann, einmal verloren ist man raus. Aber man kann natürlich dann so mal versuchen, Weltmeister zu werden und Europameister zu werden. Vereinsgründung ist selbsterklärend. Man beginnt dann in der untersten Liga. Man muss sich hocharbeiten. Karriere macht man so einen kleinen Test und dann bekommt man einen Verein zugewiesen. Je nachdem, wie gut man da abgeschnitten hat. Und bei Vereinsauswahl kann man frei wählen, welchen Club man möchte. Nein, Geralt, ich will ein Kind von dir, lese ich nicht vor, das ist peinlich. Was kommt noch zum Release, fragt Akira Nagasaki. Wie sieht die Zukunft von Waffe aus in 5 Jahren? Sind WM und EM auch im Vereinsmodus möglich? Ist da ein neuer Europapokalmodus drin? Pick dir mal Fragen raus, Geralt. Ja, also... wo fangen wir an mit EM und WM? Die sind auch während des Ablaufs möglich. Also bald ein Turnier sozusagen neu startet, wird es auch dann im Spiel simuliert. Dann kann man WM spielen und EM spielen, Männer und Frauen, je nachdem, wie man will. Die letzte Frage war nach dem Europapokalmodus. Also wir haben einen dritten Europapokal drin. Der ist jetzt in der Demo ja noch nicht gewesen, aber der ist dann in der Release-Version. So mit allen Statistiken auch und sonstigen Sachen, die damit verbunden sind. Und jetzt geht es natürlich um, was dann nächstes Jahr alles so passiert. Und das ist nicht enthalten, sondern wir starten das Spiel quasi im 1.7.2023. Und es ist auch klar, das ist ein aufwendiges Projekt, da das so zu verändern. Boah, komm, es kommen unfassbar viele Fragen rein, ne? Reale Spielszene wird es geben, die werden wir euch gleich zeigen. Les Blinter fragt, was hat dir persönlich bei der Entwicklung des neuen Teils den meisten Spaß gebracht? Die Entwicklung im Bereich 3D-Modus, weil wir nicht so, also es wurde ja schon gesagt, wir können nicht mit den ganz großen Match-Engines da jetzt mithalten, die es natürlich mittlerweile gibt. Das sind Teams, die sind wahrscheinlich 100-mal so groß, also in dem Bereich zumindest. Aber wir hatten ja ganz andere Ansprüche auch und wir wollten ja vor allen Dingen, dass so Regeln gelten wie alle Spiele gleich. Alle Spiele werden gleich berechnet, egal wo man hingeht. Man kann in jedes Spiel schalten und gucken, was da gerade passiert, überall auf der Spielwelt. Ich kann in die, wenn man es dann eingestellt hat, was weiß ich, in die Landesliga gehen und man kann, wenn man sich das jetzt editiert hat, oder man kann nach irgendein Land gehen, ob Luxemburg oder Liechtenstein oder wo auch immer, und kann diese Spiele gleichberechtigt und im gleichen Ding anschauen. Das merkt man dann auch zum Beispiel bei Sachen wie Tor des Monats, Tor des Jahres, dass alle Spiele sind dann halt da und ich kann gucken, alle Tore sind da und ich kann gucken, wer da das Schönste sozusagen erzielt hat. Ich kann auf jeden Spieler klicken und gucken, wie viele Tore hat er denn dieses Jahr gemacht, kann mir die alle am Stück weg anschauen. Ich kann auf ein Spiel gehen, kann mir die Tore anschauen, auch wenn das jetzt so ein bisschen zurückliegt, solche Dinge. Und ich habe den Konferenzmodus ohne Wartezeit im Spiel. Das heißt, ich kann zack, zack, zack hin und her gehen. Und wenn ich das im Vergleich zum Beispiel jetzt habe, okay, ich habe jetzt da wahnsinnige 3D-Zuschauer oder sowas und dann geht das vielleicht alles nicht mehr so richtig oder es hängt die ganze Zeit und wird alles langsam, dann weiß ich, wo ich meine Prioritäten sozusagen habe. Und während der Entwicklung war das Spannende, dass wir am Anfang nicht davon ausgehen konnten, dass wir das überhaupt so hinkriegen, weil wir sind ein kleines Team. Das ist alles sozusagen jeweils, hängt das dann von einer Person ab, wie weit man sozusagen kommt. Und wir haben angefangen, da haben wir gedacht, wir bringen sie erstmal zum Laufen.
Dann sind die gelaufen von A nach B und immer wenn dann irgendwas war, haben wir Stopp gemacht und haben dann sozusagen vielleicht eine Pose am Anfang gezeigt, wo man einen Spieler gesehen hat, der springt zum Kopfball und es gibt so ein Duell oder sowas. Da haben wir uns noch nicht mal, waren wir nicht mal ansatzweise so weit, dass wir hätten sagen können, wir kriegen das Ding so hin, dass da jetzt irgendwie jemand wirklich köpft. Und das ging alles in so ganz, ganz kleinen Schritten. Und da gab es schon ganz tolle Momente, wo man plötzlich gemerkt hat, das funktioniert. Und wir kriegen es noch mal ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Und wir sind ja auch jetzt noch nicht am Ende. Also es geht immer noch, kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Und wir haben ja auch schon gesagt, das große Thema jetzt zum Beispiel sind Fouls, Tätlichkeiten, solche Sachen. Und das gibt auch noch mal, wird einen mega Kick geben, wenn man dann plötzlich jetzt nicht nur irgendwie so einen Stoppmoment hat, wenn es einen Foul gibt, sondern wenn der den wirklich umhaut. Man sieht die Grätsche, man erwartet, was jetzt kommt, vielleicht langt er daneben oder wie auch immer. Man sieht, man kann Schwalben darstellen, man sieht Ellbogenschläge und solche Sachen und die Spieler welten sich und sowas. Und ich glaube, sind so Sachen, wenn es dann so nach und nach entsteht und man hat die nächste Idee, die man umsetzen kann, das ist mega. Und wir hatten auch zum Beispiel jetzt in dem Test jetzt nach dem Release von der Demo schon so ein Erlebnis, wo man gesagt hat, es gibt keine so richtigen Fernschüsse aus 50 Metern. Und dann haben wir das ausprobiert und zack, das ging innerhalb von wenigen Minuten quasi, hatten wir spektakuläre Schüsse, wo der dann irgendwie unter Druck aus 50 Metern von der Seite aufs Tor schießt und der Ball dann halt irgendwie knapp daneben geht oder an die Latte geht oder irgend sowas. Und das macht Spaß. Chat wird darüber gesprochen, also als Idee, wir könnten ja vielleicht naja, den Dorfclub FC Blutgrätscher gründen. Wäre anscheinend eine realistische Möglichkeit. Export läuft im Hintergrund, ist gleich auch durch, dann können wir hier loslegen. Und unter anderem fragen die Fußballpuristen, ich lese mal eine Frage von Henning vor, gibt es bei euch im Spiel so furchtbare Dinge wie in der Realität? Erste Liga, zweite Liga, Zerstückelung des Spieltages, Sonntagsspiele, Montagsspiele und andere Furchtbarkeiten. Wir haben nie einen Vorteil drin gesehen, den Spieltag aus Realismusgründen aufzusplitten. Bei uns ist immer alles gleichzeitig. Und ich will es auch nicht ändern. Ja, also Ich sehe keinen Fußballnostalgiker kein beruhigt. Vorteil darin, dass man dann irgendwas so mal vorher hat und so. Und dann, warum? Ist doch viel cooler, wenn alles die spannendsten Spieltage sind am Ende, wenn alles gleichzeitig abläuft. Im Chat wird gefragt, es gibt ja eine Demo auf Steam, wie groß der Umfang davon sei oder wie lange man die spielen dürfte. Ich glaube, ein halbes Jahr, oder? Halbes Jahr. Man kann vollständig quasi das ganze Spiel mit ganz wenigen kleinen Sachen, die nicht drin sind, spielen. Was man natürlich nicht machen kann, ist gerade das Saisonende, wo sehr viel passiert und wo Sachen halt wie das, was weiß ich, Tor des Jahres oder so Dinge dann kommen oder auch irgendwelche Auswertungen über Social Media oder was ganz großes Feature am Ende noch ist, ist eine Saisonzusammenfassung, wo man nochmal praktisch so eine Art Film sieht, wie die Saison gelaufen ist und dann auch dort immer von Spieltag zu Spieltag die Tabellenentwicklung verfolgen kann, die wichtigen Tore sieht und so Informationen, wann, was weiß ich, jemand einen Doppelpack geschafft hat oder wann der größte Sprung in der Tabelle gemacht wurde oder solche Dinge. Und das geht natürlich jetzt in der Demo nicht. Und es gibt auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel am Anfang im Hauptmenü die Möglichkeit, dass man ein Spiel ganz oft simuliert. Das ist auch cool. Also man kann dann hingehen, kann sagen, ich will 1000 Mal Bayern gegen Dortmund sehen und dann passiert das. Das wollen wir gleich auch mal demonstrieren. Also wir werden den Start einer Saison haben und werden ein paar Sachen machen und dann nachher nochmal so in der Mitte des Streams etwa im Hintergrund ein paar Monate durchsimulieren lassen, bis zu einem Saisonende, bis kurz davor. Und werden dann noch ein paar Fragen von euch weiter diskutieren, wenn euch dann mal zeigen, wie das halt aussieht. Also diese ganzen dieses Fazit und die Auswertung und die Video-Highlights und die besten Szenen des Vereins, die man so im Laufe des Jahres hatte. Also wir werden euch die Sachen zeigen, die ihr selber aus der Demo noch nicht kennt, die ihr beim Demospielen selber noch nicht erlebt habt, die werden wir euch gleich erstmal enthüllen und einmal demonstrieren und am Ende des Streams dann auch mal den Start machen eines neuer Verein gründen und gucken, wie das ist. Richtig drin, das ist die Mortiver-Spiel. Nochmal kurz für alle, die später gekommen sind, der Hinweis. Das sind nicht die Originaldaten des Spieles, sondern das ist eine Fanmod von unserem Community-Mitglied Akira Nagasaki erstellt. Liebe Grüße an Akira, hat die letzten Tage und Nächte stundenlang, viele Stunden lang daran gearbeitet. Bitte aus dem Chat, feiert mal bitte, Akira ist im Chat auch anwesend.
Und das ist halt keine Aktion vom Publisher, auch nicht von den Entwicklern. Die haben halt im Spiel integriert, sind nicht die offiziellen Lizenzen, die offiziellen Namen, die offiziellen Spieler in echt. Das ist wirklich nur eine Mod, eine Fan-Mod, die ich hier demonstriere. Das ist also keine Aktion, für die Hersteller auch verantwortlich wären. Und wir wollten einmal mit dem VfL Borussia Mönchengladbach spielen und es hat geklappt. Also Akira hat nicht für alle Vereine, das wäre eine riesige Arbeit, aber für meinen Leib- und Magenverein, für den VfL mal den echten Kader reingebaut. Hat mir noch Ordner gegeben mit Spielerporträts, passend zum Kader und so weiter. Manu Kone, der beste Spieler, Königstransfer, alles von Beginn der Saison. Maximilian Wöber, ein Österreicher, den man aus England geholt hat. Wertvollster Spieler Kone, zu meiner Überraschung immer noch nicht verscherbelt. Und wir spielen nicht mit Entlassungen, denn wir wollen auf jeden Fall es uns ein bisschen leichter machen, mal ein bisschen. Also der Verein muss mich als Trainer haben, ob er will oder nicht. Originalwappen auch eingebunden. Liebe Grüße und Dankeschön nochmal an Akira. Es hat funktioniert. Wir legen hier einmal mit los. Und hier kann man ähnliche Sachen machen, lieber Gerald, wie im ersten Teil auch schon. Man kann ein bisschen pokern hier. Genau, ja. Also es ist hier so, dass man so ein bisschen was zu seinem Vertrag am Anfang festlegen kann. Man kann sich auch ein bisschen besser jetzt über die Vereine informieren. Man sieht jetzt hier mit Mannschaft und allgemein gibt es oben zwei Reiter, wo man hin und her schalten kann, bekommt eigentlich alle wichtigen Informationen, dass man schon so ein bisschen eine Idee hat, worauf man sich da einlässt. Und dann gibt es auch rechts ganz oft im Spiel so Kamerasymbole, wo man sich nochmal so ein Filmchen angucken kann. Das ist natürlich, je weiter man ins Spiel hineinspielt, desto besser, weil man dann zum Beispiel auch schon entsprechende Pokale und sowas angezeigt bekommt und so zusätzliche Informationen. Hier kriegt man einfach so über das Vereinsgelände, über das Stadion und solche Sachen. Ach, das wird euch nicht angezeigt, leider. Das ist ein technischer Fehler. Ich blende mal kurz um. Jetzt seht ihr den Film. Der wurde von meiner Streaming-Software nicht erkannt. Das ist der Film, über den wir gerade geredet haben, der aus den Daten, die im Spiel drin sind, vollautomatisch erstellt und jetzt abgespielt wird. Und die Filme sind natürlich auch ein Stück Belohnung für euch, weil die im Laufe der Zeit sich natürlich auch verändern werden. Also je nachdem, wie ihr spielt, verändern sich auch die Filme dann hier so. Letzter Titel liegt schon verdammt lange zurück, 95. War das gegen Wolfsburg, der Pokalsieg? Ich glaube ja, ne? 3-0, glaube ich. Gegen Wolfsburg? Oder war es in Wolfsburg und gegen Hannover? Irgendwas in der Art hier. So sieht unser Stadion aus. Mitglieder und Fans werden gefeiert. Und ich habe so ganz viele kleine optische Belohnungen eingebaut, ne? Dass man sich selber so ein bisschen mit dem, was man bewirkt hat, mit seinem Verein und mit der Saison, dass man so das als Feedback bekommt und sich selber feiern kann ein Stück. Ne? Und wir haben jetzt auch die letzten Wochen, also eigentlich quasi seit Neujahr, ungefähr 5 Wochen Arbeit nochmal reingesteckt, um zusätzlich zu dem, was in der Demo schon, also an Massen, an Statistiken drin ist, nochmal so ein extra Paket zu machen. Und sobald ihr dann ein paar Wochen gespielt habt und sozusagen die Statistiken gefüllt sind mit ein paar Jahren Daten, dann würden wir das praktisch dazu packen. Und dann habt ihr auf einen Schlag, habt ihr massenweise wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 50 Statistiken, die dann auf euren Daten schon aufbauend sofort Material liefern. Das heißt, ihr könnt sofort gucken, was sind Angst- und Lieblingsgegner und solche Dinge, die halt am Anfang einfach verpuffen, wenn sie drin sind. Und wir haben jetzt echt nochmal fleißig geschafft, dass das richtig nochmal so ein Kick gibt für die Leute, die Statistiken nehmen. Ein paar Aktionspunkte zum Start. Wir beginnen also zu Beginn dieser Saison, ne? Also Starttag war, glaube ich, der so irgendwie Beginn dieser Saison halt, in der wir gerade sind, 23, 24. Ziel ist Platz 5, genau, behauptet das Präsidium. Nein, also schön wär's bei dem Kader. Ja, ist hart. Jedes Mal kostet das einen Aktionspunkt. Das heißt, wir erhöhen die Beliebtheit. Ein Verhandlungspunkt. Man kann neue dann
bekommen. Aber ich würd an der Stelle immer Budget einsetzen. Zu spät. Also immer versuchen, das Budget hochzubekommen. Zu spät. Ich wollte, dass alle mich gern haben, weil ich mit viel Bescheidenheit reingegangen bin. Zu spät. Ich habe meine Punkte gerade versaubeutelt. Aber wir können uns neue holen hier, ne? Ja. Zwei neue Verhandlungspunkte. Und jetzt geht das Budget hoch. Jetzt würde ich aber unbedingt das Budget machen. Ja. Genau. Noch ein, komm, noch mehr Geld, ja? Es sind noch mehr Aktionspunkte da, alle weg. Nee, noch mal. Also wer keine Lust auf Aktionspunkte hat, einfach hier alle einsetzen, hochklicken, bam, bam, bam. Und dann ist auch gleichzeitig die Budgetlimitierung aufgehoben, fast jedenfalls. Okay. Sollen wir einmal die Finanzkalkulation durchführen? Das ist aber jetzt für die wirklich, die ganz tief reingehen. Also man kann auf diese Weise, kannst du mal klicken, dann sieht man das. Kann man jetzt hier sozusagen jeden einzelnen Punkt einstellen, wie viel man wirklich kalkuliert. Also man ist, kann es genau detailliert eintragen und hat dann eine echte, so einen echten Finanzüberblick. Aber das ist natürlich wirklich für Leute, die sowas wirklich lieben. Und der Normalspieler, würde ich mal sagen, der macht einen großen Bogen um den Bildschirm. Weil der kann mit den ganz normalen Finanzsachen völlig klarkommen. Jetzt kann man das Trikot das ist noch für bestimmen. Alle, da kann man das Trikot bestimmen. Und da kann ich auch schon mal noch eine kleine Ankündigung machen. Man wird auch bald Originaltrikots dann einbauen können für sich so. Also wie man so geografisch gestaltet. Wenn man Lust hat, kann man hingehen und kann sich welche selbst malen. Also nimm mal an, ich gründe einen Verein und habe schon eine genaue Vorstellung, wie das dann aussehen soll. Dann nehme ich ein Grafikprogramm, zeichne mir das und mache da meinen eigenen Namen drauf oder wo auch immer ich Lust drauf habe und kann das dann entsprechend gestalten. Es ist aber noch so ein bisschen dann für die Zukunft und am Anfang geht das noch nicht. Aber ich glaube, das wird eine richtig schöne, coole Sache auch nochmal, die die Engine aufwertet, dass man dann halt wirklich das genau gestaltet farblich und nicht auf jetzt nur so zum Muster zurückgreifen kann. So läuft das bei uns. Für Modedinge war ich gerade zuständig, entschuldigt bitte. Wir können noch ein bisschen so ein paar Ansagen machen an den Club. Alter spielt keine Rolle für mich, ich setze für die Jugend. Daran werden wir später gemessen. Je nachdem, ob wir uns daran halten, es ist keine Katastrophe, wenn wir es nicht machen. Aber die Beliebtheit links des Kaders und rechts des Präsidiums, dass die orientiert sich unter anderem daran, ob wir das halten, das wir versprechen. Auch da ist es so, die Einsteiger müssen an der Stelle noch nicht viel machen. Nur wenn ich wirklich mir sicher bin, dass ich das, was da steht, dann auch umsetze, dann kann man das machen. Dann hat man sofort einen Vorteil durch die ganze Ankündigung, aber muss das natürlich dann auch einhalten, weil sonst fällt das später auf einen zurück und dann hat man eigentlich nur verloren bei der ganzen Geschichte. Genau, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist der Kader. Nochmal ganz lieben Dank an Akira, der uns hier als Fanmod ausgestattet hat mit dem Originalkader von Gladbach zu Beginn der Saison her. Das sind Sie, Anne. Und ich vermute, die meisten von euch kennen sich ganz gut aus mit dem ersten Teil. Deshalb gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch und euch ja die Neuerungen auch zeigen. Es gibt ein langes Let's Play von mir vom ersten Teil, damals gezeigt, mit vielen Videos, die auch gemeinsam bei Streams entstanden sind, mit Gerald gemeinsam. Rückennummern also bei uns ist es so, wir haben ja diese Originalspieler nicht und bei uns ist es so, dass das KI-generierte Bilder sind. Das ist also so, da wurde letztendlich eine Engine mit Fotos gefüttert sozusagen, aber diese Fotos waren dann halt von Leuten, die das entsprechend sozusagen unterstützen und haben da ihre Zustimmung gegeben. Dann hat aber nachher praktisch das System diese Fotos alle wieder vergessen sozusagen, hat aber aus den Fotos vorher sozusagen eine Vorstellung entwickelt, wie ein Mensch aussieht und hat dann quasi ganz neue Sachen daraus produziert. Das heißt, es ist also ein sehr schönes Verfahren, glaube ich, wo jetzt keine Persönlichkeitsrechte von irgendwelchen Leuten da aus dem Internet getroffen sind, die halt irgendwie da sozusagen einkassiert wurden, ohne dass sie gefragt wurden. Das ist also, denke ich, ein sehr faires System. Und auf der Basis sind dann diese ganzen Spielerbilder entstanden. Das sind da so weit über 10.000 Bilder, die wir da haben und die wir auch immer erweitern. Und die auch zum Beispiel so Sachen ermöglichen, wie wir können Jugendspieler beispielsweise altern lassen. Das heißt, man kann mit dem Namen hingehen und kann sagen, in der Jugend sieht er so aus und sobald er in den Profibereich geht, geht er in die nächste Altersstufe und später dann kann man auch noch weitermachen. Und es ist auch so,
Dass wir zum Beispiel für die älteren Spieler haben wir dann auch so Jahresgrenzen und sowas und können auch da noch sowas auch für Mitarbeiter zum Beispiel machen. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Feature, was in Zukunft natürlich, wenn diese ganze Technologie fortschreitet, natürlich in den nächsten Jahren noch eine ganz andere Dimension annehmen wird. Wir sehen ja da schon, was da so kommt, und das wird schon ziemlich spektakulär, glaube ich, für die Entwicklung dann der Spieler. Ich komme viel mehr Fragen rein, als wir beantworten können. Ich versuche parallel auch ein bisschen zu spielen, dass wir vorankommen. Das ist so ähnlich wie beim Vorgänger auch. Wir können halt wie in vielen Teilen des Spiels entweder ganz viele Sachen kleinteilig einstellen oder große Vorgaben machen. Die großen Vorgaben kann man nachher auch noch überschreiben, in der Regel und auch noch problemlos verändern. Hier haben wir Luka Netz, also Fans von Gladbach wissen, da gibt es halt einen linken Außenverteidiger, der zwar Talent hat, aber extreme Probleme hat mit der Verteidigung. Der denkt eher offensiv als defensiv. Und das, was der Trainer auch versucht hat, in echt, versuche ich ihm jetzt auch selber beizubringen, dass er nämlich zweikampfstärker wird. Wir machen einen besonderen Fokus auf ihn. Da bekommt er einen Trainingsfortschritt, weil das Hauptaugenmerk des Trainers für eine Woche auf ihm halt liegt. Und wir sorgen dafür, Fitness zu Beginn einer Saison, erstmal körperliche Konstitution aufbauen, ist realistisch. Und natürlich zu Beginn, bevor wir richtig in die Saison reingehen, alle Termine rund um das Thema Geld spielen eine Rolle. Sponsoren werden bei uns anklopfen und so weiter. War ich zu schnell? Kann ich nur einen Also Schritt auch, ich zurückgehen? würde nur sagen, auch wenn die Spiele, dieser Bildschirm gleich aussieht im Vergleich zum Vorjahr oder zu den Vorjahren, ist es dennoch so, dass auf fast jedem sind alle möglichen kleinen Verbesserungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt vorher hingegangen ist und wollte irgendwie eine Woche auswählen, Ja. dann musste man so mit den Pfeilen rumklicken. Ne? Jetzt klickt man drauf und kann direkt aus der ganzen Wochenauswahl sich eine mit einem Klick auswählen. Man bekommt dann auch, das haben zum Beispiel jetzt aufgrund der Testversion jetzt sozusagen sich Spieler gewünscht, dass man auch dann erfährt, wie ist denn jetzt eigentlich so der Zustand der Mannschaft, dass man die taktischen Werte doch mal aufrufen kann und sowas. Und auch sowas wurde ja noch integriert. Also es ist vom Spielablauf sind ganz viele Details auf jedem Screen. Und ich glaube, die da früher schon gespielt haben, die werden das natürlich noch auf eine ganz andere Weise merken. Da ist natürlich viel wichtiger, dass sie das gar nicht übersehen. Ne? Zum Beispiel hier oben, was ist gut, was ist schlecht, das ist ein ganz neuer Bereich, auf dem du da jetzt bist. Und da erfährt man sozusagen alles über Probleme und gute Sachen im Club und bekommt auch die Sachen nochmal rechts gesagt, die man wirklich jetzt dringend ändern muss. Der ganze Rest, den kriegt man nicht perfekt hin. Es soll auch gar nicht so sein, aber man bekommt so Ansätze, was man so tun könnte. Und auch so Hinweise. Zum Beispiel gibt es im Punkt keine Trainingsgruppen. Muss man nicht machen, aber wer das möchte, der kann später das dann tun und kann seine Spieler aufteilen. Hauptsächlich zum Beispiel wichtig, wenn man Spieler hat, die lange verletzt waren und die speziell trainieren will, damit sie ihre entsprechenden Werte wieder auf Vordermann bringen. Fangen wir dann an, dass wir ein bisschen Geld scheffeln und ein paar Sponsoren an Land ziehen hier. 6 Bannen können wir verkaufen. Die verkaufen wir über Termine, die wir abmachen. Das können wir delegieren. Viele Funktionen im Spiel kann man halt an Mitglieder seines Teams abgeben, die das eigenverantwortlich machen, oder man kümmert sich selber drum. Je nachdem, wie viel Bock man drauf hat. Wir suchen hier mal. Das sind teure Bannen im Fernseher. Das sind die Bannen an den Stadionrängen hier, die ein bisschen günstiger sind und die man nur als Fan im Stadion auch selber sieht. Man kann sich aussuchen, wie viele man verkauft, zu welchem Preis, wie lange das läuft, und dann wird darüber verhandelt. Und das hier bestimmt die Zufriedenheit des Gegenübers, also wie wahrscheinlich das ist, dass man das hier auch hinbekommt. Was würdest du machen, wenn du selber spielen würdest, Gerald? Naja, aber ich würde erst mal gucken, wie viel ist denn noch offen und was Sechs kann ich Bande noch. links, zweimal drei. Sollte man so einen Termin machen. Eine ganz teure hier, ne? Ein Sponsor-Suchtermin. Das sind ja die schon da sind. Ah, das Und sind die, dann die schon da sind, okay. unten macht man Sponsorsuche. Der grüne Button, genau, da drauf. Und dann machen wir einen Termin. Und los geht's. Einmal hier unten, das ist die Bandenwerbung. Nee. Den können wir bestätigen. Einfach jetzt rechts oben bestätigen und go. Okay. Und jetzt gibt es einen Termin unter der Woche. Hier Und auch dann immer für die hier. Ah, das wurde automatisch. Die kann man nachträglich noch hin und her schieben, genau. Davon können wir ruhig noch einen machen, oder? Von den Rechten. Noch einen machen, ja.
nachdem. Wir stehen auch jetzt keine Eile, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die Saison startet. Das sind die Tribünen, das sind die allgemeinen Verträge, wir brauchen noch einen Hauptsponsor. Limmerkönig, leckerer in Reagenzgläsern abgefüllte Limonade mit Alkohol. Also was sich auf jeden Fall wahrscheinlich dann lohnt, ist so ein bisschen was im Bereich Stadionsponsor. Da kann man. Der hier vorne, der Kollege, aber ausgerechnet da. Wir könnten Namensrechte verkaufen. Gerald, Schimpf und Schande über dich, das tut man doch nicht, oder? Würdest du das machen? Erfolg. Ohne Geld keiner. Dann verkaufe unsere Namensrechte. Wurde es gerade. Können ja gucken, müssen wir nicht unterschreiben. Erstmal schauen, was so reinkommt. Mhm. Das ist der aktuelle Vertrag, das läuft hier noch, ne? Bis Ende 2024 haben wir keinen, die laufen alle. Hatte ich hier gerade den Vertrag schon, hatte ich das gerade im Terminkalender schon angenommen? Ja, da vorne ist das. Und der Rest läuft weiter durch. Vertrag von dem Stadion können wir jetzt auch mal direkt gleich mal gucken. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man dann im Stadionmenüpunkt da oben. Welchen? Entschuldige? Ganz oben, ach, hier wo das oben, kleine da. Stadion ist. Nee. Ah, das war's nicht. Das war's nicht. Nochmal zurück, oben rechts. Oben rechts, oben rechts. Hier einmal zurück, ne? Nein, hier auch nicht. Wo zurück? Mal zurück. Kommt wieder weg. Wieder raus. So wieder zurück. Und jetzt oben auf den orangen Button, bitte. Achso, ich habe immer Schiss, dass es dann zu schnell vorangeht. Nein, nein, nein. Und jetzt oben den Stadion-Button da über Tribünen. Da ist der. In der Mitte über dem Ü von Tribünen ist oben so ein kleines Stadion. Da könnte man drauf. Du meinst das hier, ne? Genau das. Da. Alles klar. Jawohl, und jetzt gehen wir mal auf Details. Und ich glaube, das ist ganz ein sehr großer Bereich geworden mit vielen Möglichkeiten, wo wir so Dächer verändern können, wo wir zum Beispiel auch einen Text auf die Haupttribüne oder Gegentribüne schreiben können oder ein Wappen drauflegen können. Mhm. Wir können zum Beispiel unser Stadion mal mit Laufbahn machen. Da muss man einfach nur auf dieses Ding da klicken, dass das aktiv ist, in der Mitte, Laufbahn. Mhm. Genau, da können wir sogar ein Stadion-Sitzmuster festlegen, irgendwas ganz das drunter. Ja, da kann man die Farbe festlegen. Also wäre schon grün, muss schon sein, oder? So. Grün ist gut. Ja. Mhm. Und dann noch so ein Sitzmuster, das kann zum Beispiel ganz schön sein. Und dann wählen wir jetzt irgendwas aus. Das ist zum Beispiel ganz gut vielleicht. Ja, sowas. Und dann muss man unten natürlich auch wieder grün oder so als Farbe nehmen, damit das so ein bisschen passt. Sowas. Ja. Mhm. Vielleicht ist das nicht. Aber na gut. Ist ja ein bisschen zu irre, ne? Das erinnert mich an Effenberg irgendwie. Also wenn ich an Gladbach denke, an die großen Legenden, Steffen Effenberg, sowas durchgeknalltes in grün und schwarz, vielleicht mit Tigermuster im Haar, das würde auf jeden Fall passen, ne? Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt müssen wir oben eigentlich nur auf die 3D-Ansicht gehen. Rechts der kleine Button. Ich mache noch einen Text. Ich mache noch einen Text rein. Ehrenmitglied unseres Vereins ist auf jeden Fall Gerald, wird auf der Haupttribüne gefeiert. Schriftgröße so, dass es auch die etwas Älteren sehen können. Und Dachtyp können wir auch einstellen, alles perfekt. Und jetzt können wir uns das sofort anzeigen lassen? Oder was, wie genau, machen wir oben das? Gibt's so einen kleinen, rechts, ganz rechts, gibt es so einen kleinen Button. Nicht das Ausbauen, sondern das rechts hier? Daneben dieses 3D-Symbol, genau. Ah. Und dann können wir das. Ja. Jetzt sieht man das Muster. Sieht auch, dass man jetzt eine Laufbahn beispielsweise hat. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass die Einzelelemente zusammenpassen. Also, dass das mit dem Text entsprechend ist. Und Muster und Text passt nicht so richtig hier, glaube ich. Aber man könnte das jetzt so gestalten, dass man zum Beispiel noch Leerzeichen einfügt und das an die richtige Stelle bringt. Man kann die Größe verändern und solche Dinge. Und man kann da wirklich zaubern mit dem Stadion und alles Mögliche machen. Dann unten kann man auch das Rasenmuster festlegen, wenn man da was Verrücktes will. Rasenmuster hier. Ja. Ah, machen wir das mal. Ja, sehr hübsch. Das sieht echt fein aus. Laufbahn ist drin, die ist bei uns in grün. Ich mache die mal in rot, damit die sich ein bisschen abhebt. Laufbahn war hier vorne. So, alles nahezu in Echtzeit einmal umgesetzt. Ja, also wir haben halt alle Sachen, die jetzt keine echte so spielerische Auswirkung haben, die haben wir so gemacht, die sind weitgehend kostenlos und man kann damit rumspielen und experimentieren und kann das schön gestalten. Und sobald es dann halt natürlich an den Ausbau geht, dann kostet es natürlich auch Geld.
Da gibt es auch ein paar coole neue Sachen. Gibt eine Videologe oder Videobereich, wo so eine moderne, praktisch so eine Art Bande durchs ganze Stadion gemacht werden kann. Muss man aber dann auf Ausbauen gehen und dann müsste man dieses Logenelement wählen und einmal rumbauen sozusagen. Dann sieht man das in Aktion. Und dann Ah, hier müsstest du jetzt oben, hier. Loge mit Videoring. Ja, genau. Das kann man dann irgendwo reinziehen, ne? Einmal Das müsste man anklicken. oben einfach so draufklicken letztendlich oder unter das Dach einmal klicken. Dann würde man das sehen. Oder dazwischen klicken, aber den Elementen auf den einzelnen Tribünen. Also bei den acht Elementen. Ach Das sind ja acht so, hier links Tribünen. dann. Also hier rechts aktivieren und dann hier links Ja, und irgendwo dann setzt drauf man das packen. nach rein, genau. Ah, okay. Das kann man sich dann auch einmal anschauen Muss man lassen. einmal drumherum machen. Einmal ums ganze Stadion ist am besten, dann sieht man das am schönsten, wie das dann wird. So, und auch da gibt es dann halt so die Möglichkeit, das ist nicht nur so eine reine Werbeveranstaltung. Sondern auch da gibt es die Möglichkeit, das sozusagen nach eigenen Vorlieben zu verändern und auch so vereinsspezifische Sachen einzubauen. Also, dass das mehr so einen Charakter auch von Fanbannern annimmt. Und es gibt auch so ein Motto vom Club, was dann auch da benutzt wird und angezeigt wird. Und wir haben für viele Städte uns auch so einen kleinen lustigen Spruch ausgedacht, der dann halt auch auf den Bannen kommt. Da geht es sicher Und wieder das soll jetzt. zurück. In der neuesten Version, an der wir jetzt gerade basteln, ist es dann auch unten auf der Hauptbande sozusagen, gibt es in jedem Stadion dann so einen Hinweis auf die Stadt und auf den Verein nochmal. Irgendwas Lustiges, so ein bisschen spöttisch oder. Man muss was Clublegende, aus. Anreise zum Stadion einstellbar, ob man die Infrastruktur verbessert. Thema Klima, veganes Essen, ob es angeboten wird. Hall of Fame, wir wollen nicht zu früh abheben. Ich gehe mal eins weiter, ne? Wir wollen ja auch ein Ja. bisschen was mehr noch zeigen. Wir machen mal ein Freundschaftsspiel, damit du mal siehst, wie das läuft. Ja. Und das machen wir zu Beginn der nächsten Woche, sagen wir mal. Kann ich das so nach rechts ziehen? Ja. Nicht nach der Fitnesswoche. Oder am Sonntag. Am Sonntagabend. Freundschaftsspiel. Nee, das ist der Termin. Da wird der Termin abgemacht fürs Freundschaftsspiel. Dann machen wir den hier schon ab. Ich soll selber Sport machen. Unfassbar. Nein, auf gar keinen Fall. Ein Team-Event für mehr Biss. Da können die Leute sich einmal gemeinsam besaufen und alle haben sich danach gern. Sehr realistisch. Geld anlegen um Zinsen? Nein, danke. Ich suche eher einen Knopf für Schulden machen. Scout-Auftrag, einmal scouten. Ach komm, wir wollen uns nicht verzetteln. Wir wollen einmal weitermachen. Jetzt kommt die erste Trainingswoche. Hier ist der große Unterschied, dass man jetzt, also erstmal natürlich gibt es viele Details, wenn ich draufklicke zum Beispiel, kann ich jetzt schön auswählen die Woche, kriege so eine bessere Übersicht. Oh. Und dann wählt man das einfach aus, schön alphabetisch sortiert, dass man noch alles findet. Und ganz Krafttraining. wichtig ist, es gibt jetzt rechts oben die Trainingsgruppen. Die sollte man nicht übersehen. Dann kann man die Spieler ganz schnell rüberziehen Sehr in die schön. einzelnen Trainingsbereiche. Sehr hilfreich. und Und dann jeder Gruppe sozusagen ein eigenes Programm geben. Und die Idee dahinter war, wer das nicht will, der muss das nicht machen, weil das halt alles natürlich jede Woche wieder möglicherweise ganz schön intensive Arbeit ist, das immer zu machen. Aber es gibt Leute, die das halt wollen. Die können das ganz intensiv machen und können wirklich sagen, ich will, dass der und der das und das macht. Aber wir haben es trotzdem nicht übertrieben, weil letztendlich geht die ganze Einstellung darüber, dass man oben diese Woche festlegt. Genau über diese Einstellung, jetzt zum Beispiel hier Kondition, sorgt man dafür, dass man alle schnell rüberziehen kann, die besonders halt in der Hinsicht was tun sollen in der Woche. Also zum Beispiel Leute, die nicht gespielt haben und während andere ein ganz normales Programm machen. Oder man hat was für die Regeneration, dass Leute, die lange verletzt waren, schlechte Werte irgendwo hatten, die kann man beschleunigt nach oben bringen. Oder man hat irgendjemanden, wo man sagt, okay, Freistöße oder Ecken sind das Thema. Und dann setzt man die gezielt an. Kondition ist halbwegs ganz okay. Kann ich hier einen Filter einstellen? Sagen alle ab einem Wert von sowieso kommen automatisch rüber, halbautomatisch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber das würde über den Co-Trainer dann am besten funktionieren. Dann stellt man so ein und dann bam und dann sortiert er normalerweise schon ein, wer irgendwie. Dann mache ich jetzt einmal so Passspiel, Kondition, Regeneration und Co-Trainer macht Vorschlag. Mache ich das jetzt automatisch? Denkt sich jedenfalls generell aus, was er so tun würde. Okay, machen wir das mal so. Drücken wir mal eins weiter.
Eintrittspreise. So, sind die Leute zufrieden? Ja, die sollen gerade zufrieden sein. Genau, das ist eigentlich eine gute Einstellung. Logen, die reichen Leute sollen nicht glücklicher sein als die, die weniger Geld haben. Alle sollen gerade so mal so ein bisschen sagen, es geht gerade noch, es geht gerade noch. 3 Millionen werden ausverkauft. Oh, hier sieht man, dass du eine andere Version hast als die anderen im Wochenablauf. Da ist jetzt ein neuer Hintergrund und ich glaube, es sieht jetzt besser aus. Oh la la. Okay. Wir verhandeln einmal Laufzeit. Das ist Bandenwerbung, ne? Ja, also ist okay. Wir machen einmal Verhandeln bei der Zahlung pro Jahr. Ja, das da heißt, oben sind ja einige ganz gute. Aber da kann man ja auch erstmal nur so einen kleinen nehmen, der nur eine Bande will, aber der halt sehr viel bezahlt. Dann kann man den schon mal sich holen. Ja. Also über die Wochen lohnt sich das jetzt eher zu sagen, ich mach mal so, der ist gut, ja. Das ist ein sehr guter. 4 Stück, 1,8. Das Gesamt, ach so, das bezieht sich nicht auf den Bandenpreis. Das sind die mit den besten und das ist insgesamt, okay. Das ist also der, der den höchsten Preis im Augenblick bereit ist zu zahlen. Noch die erste Spalte, wichtig. Genau, die hier. Oh Mann. So, wie lief das nochmal unten? Ist das Interesse? Ich könnte sofort unterschreiben. Oder ich das ist natürlich ein sehr schöner Sponsor. Den würde ich machen. Ja, soll er noch einmal versuchen, das weiter raufzutreiben? Oder meinst du? Nein, nicht weiter rauftreiben. So bitte unterschreiben jetzt. Sicher ist sicher, meinst du? Nein, vielleicht, sie haben meine Bandenwerbung. Dann nehmen wir den Kollegen hier vorne, den haben wir gemacht. Den können wir jetzt auch noch machen, ne? Ja. Ah, das geht aber. Habe ich schon unterschrieben? Ja. Wie komme ich zum nächsten weiter? Der Deal ist gemacht, damit ist die Zeit oben. Jetzt muss die nächste Verhandlung, bei der nächsten Runde kommen ja wieder neue. Ach so, das heißt einmal weg, einmal weiter jetzt, ne? Einmal weiter, genau. Immer nur ein Schritt. Okay, ich dachte, ich hätte mehrere machen können. Boah, da merkt man, ich habe es ja 3 Jahre nicht mehr gespielt. Genau, jetzt kommt ja die nächste. Wieder mal pro Jahr. Das hier ist der beste. Ach, machen wir einmal. Nochmal Bandenwerbung, nochmal sortieren. Einmal hier oben pro Bande 4, auch okay, einmal weiter. Oh, dann kommt die Auslosung. Kann man oben auch beschleunigen und man kann sogar nachher mit 1, 2, 3 den Tasten insgesamt so eine Auslosungsgeschwindigkeit definieren, wenn man das möchte. Gibt man einfach 3 und dann geht es entsprechend schneller oder langsamer. Mit der 3 auf den Ziffernblock oder der andere? Ja, genau, Ziffernblock. Nee, das klappt bei mir gerade nicht. Wird es nicht langsamer? Nee, also das haut gerade bei mir nicht hin. Probier mal 1 und eine mal mit 1 und dann die normale Taste, die normale Zahl oben 1 und dann musst du das. Also die 1 nicht auf dem, die 1 links doch. Oben, ne? Ja, tut's doch. Ist doch jetzt schneller. Ach, die 1 ist jetzt langsamer, dachte ich. Jetzt nochmal 3? Das ist die 3? Ah, okay. 3 ist langsamer, 1 ist schneller. Das ist die 1? Okay, es klappt doch. Ich gehe so mal wie man es halt will. Man kann da immer viele Sachen im Spiel kann man irgendwie einstellen, wenn man weiß wie. Okay. Und dafür gibt es ja jetzt einen Guide. Eine PDF-Datei oder was? Genau, den können wir uns gleich mal angucken. Ja. Die ist im Spiel auch integriert dann anscheinend. Genau, ja. Können wir gleich mal gucken. Boah, Stefan Leiner verkaufen? Nein, noch nicht. Wir wollen einmal alle behalten. Also ich verkaufe im ersten halben Jahr normalerweise wenige Leute. Stadionnamenvertrag. Familie mit dem realen Ding ein bisschen. Genau. Ruf als Verhandler bei uns. Alles okay. Laufzeit bis 2030. Das ist aber krass lange, ne? Ja. Das ist mir zu lang. Wäre dir das auch zu lang? Ja. Also ich
Wir werden ja erfolgreich sein und deswegen dürfen wir jetzt nicht so lange abschließen. Achtung, die Verhandlungspunkte oben werden runtergezählt. Das ist die Anzahl unserer Verhandlungspunkte, ist hinter mir zu sehen. Ich blende mal kurz uns beide weg. Da geht jedes Mal ein Verhandlungspunkt runter. Ein bisschen moderater als im Alten. Also man muss sich mit den Verhandlungspunkten, glaube ich, nicht, muss man sich nicht drüber ärgern. Man hat genug Möglichkeiten. Mehr kann man oben nicht machen. Wir wollen mehr Geld an 2 Millionen. Titelprämie, Abzug bei Abstieg, das ist mir gerade egal. Das sind die Verhandlungspunkte hier drin, also die kann man ruhig aufbrauchen. Und 4 Verhandlungsrunden, allerdings wenn es eine Verhandlungsrunde weitergeht und wir haben keine Punkte mehr, dann doof, ne? Kann man nichts mehr ändern, dann muss man sagen, ich bleibe jetzt auf meinem Ding, du gibst jetzt nach. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf Verhandeln. Ja. Zufriedenheit ging etwas runter, Zahlungen kommen die uns entgegen, Laufzeit sind die auch uns entgegengekommen. Hier können wir nicht weiter runtergehen bei der Laufzeit. Wir könnten noch mal ein bisschen mehr Geld verlangen, aber wenn man im selben Bereich nochmal nachverhandelt, dann doof, ne? Ja, man könnte schon nochmal machen. Ein bisschen, klein bisschen hoch und dann hoffen wir mal. Nicht so viel. Wo könnte das klappen? Mit Ach und Krach. Jetzt wollen wir aber auch zustimmen, oder? Wird aber jetzt knapp, ja. Wird, vielleicht geben wir ihm ein bisschen noch entgegen und dann macht das. 2,1, dann würde ich noch bis. Aber das machen. Sollte er doch zustimmen, oder? 100.000 sind 100.000. Kann man noch mitnehmen. Das heißt, du würdest bei der Titel. Wo würdest du mit? Hier noch eins weiter? 2, nein. Das ist jetzt. Dann hört er auf, dann will er nicht mehr. So ist gut. Ja, so könnte man es probieren. So waren wir. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Alles klar. Jetzt gehen wir nochmal hier drauf. So ein bisschen entgegenkommen. Und er mag uns einmal schnell unterschreiben, bevor der Kollege es sich anders überlegt. Ist riskant. Hat ja. Geklappt. Wunderbar. Zauberhaft. Deal. Neuer Großsponsor, extra Budget. Unser Gesamtbudget wurde erhöht. Freundschaftsspiel vereinbaren. Gegen wen wollen wir da antreten? Gegen wen wollen wir spielen, Leute? Eine gleich starke Mannschaft. Wir sortieren mal nach den Ligen und nehmen. Ecke. Wen? Das wäre doch gut. Wen hättest du gerne? Ja, Schalke. Schalke, erste gegen zweite. Teamstärke. Ja. Wir treten einmal gegen Schalke an. Das ist immer Favorit. Genau. Müsste doch wohl laufen. Das sollte funktionieren. Heimspiel ist das, ne? Wo sehen wir, ob das Heim oder Auswärts ist? Kann man unten einstellen. Ah, hier unten rechts kann man das einstellen. Wir machen einmal bei uns natürlich. Wir müssen kein Antrittsgeld zahlen. Alles gut. Und das war's schon, ne? Einfach nur hier oben auf Bestätigen klicken. Und dann läuft das. Dann haben wir auch gleich das erste Spiel. Ja, Gabi. Liebe Grüße an Gabi. Gabi hat keinen Lieblingsverein. Gabi liebt zwar mich, aber nicht Gladbach. Ich werde mit ihr mal ein ernstes Gespräch führen müssen. Dann würde ich ersatzweise wenigstens mehr Taschengeld bekommen. Das ist unser Event, das wir mit dem Verein, mit dem Kader durchgeführt haben. Einen Tag und Nacht in der freien Natur durchschlagen. Mit anderen Worten, bei mir in meiner Trainervilla hinten im Garten einmal campen gehen und Unkraut jäten. Sie lernen Fische mit einem geflochtenen Korb zu fangen, tödliche von köstlichen Pilzen zu unterscheiden, was bei einer Zombie-Apokalypse zu tun ist. Das ist gut für den Biss. Bootcamp. Lukas kam zu spät zum Training. So ein Pfleger zahlt in die Mannschaftskasse. Champions League, ja, irgendjemand anders balgt sich um die Champions League, da wollen wir noch hin. Wir wollen keinem Verein folgen, wir gucken nur auf uns selber. Wie viele Dauerkarten verkaufen? Das Stadion hat zwar 52.000, Hälfte reicht. Weil die bekommen ja alle auch einen Rabatt, ne? Oder, also wir sind ja Optimisten, wir werden eine tolle Saison haben, wir wollen nicht jetzt schon alles mit Rabatt wegkaufen. Wir übernehmen mal diese Einstellung hier. Bochum, na, Kicker berichtet, alles okay. Sehr schön. Transfer und Verlängerung. Ein allgemeiner Bericht. Mit uns ist, glaube ich, nichts Wichtiges passiert.
hätten wir mitbekommen. Eins weiter. Trainingsergebnis in dieser Woche. Allgemein die Frische ging runter, weil wir die Leute haben laufen lassen, rechts unten zu sehen. Kondition hat sich erhöht, so muss es sein. Teamgeist positiv wegen des Events. Zauberhaft. Trainingszustand, wir haben nichts Taktisches getrainiert, deshalb geht es hier ein bisschen runter. Und hier sieht man noch den allgemeinen Fortschritt bei den einzelnen Spielern und die haben manuelle Trainingsziele, die hätten wir auch noch ändern können, haben wir nicht gemacht. Alles gut gelaufen. Eins weiter. So, letztes Mal hatten wir den Luca Netz gepusht. Diesmal pushen wir mal Jonas Omni in unseren Stammtorwart. Das ist schon okay. Freundschaftsspiel. Jetzt könntest du mal so eine Fitnesswoche, die Fitnesswoche, einfach auf diese Grafik klicken, da oben drüber. Ja. Hier? Hm. Ah, ja. Das ist das, was ich eben zu schnell weggeklickt hatte, ne? Genau, kann man das nicht. Hier können wir das manuell dann aussuchen. Ah, stimmt, da musste man vorher hier immer durchklicken und jetzt kann man es direkt. Das sind so Kleinigkeiten, die man als Spieler zu schätzen weiß. Spielerförderung und hier. Und rechts unten bei dieser Trainingswoche, da steht dann nachher auch noch Fitness und Frische und. Hier unten rechts. Nee, wenn man die Woche auswählt und die taktische. Der Taktik-Button, der ist dann auch noch da. Also da, wo unten jetzt das freie Feld ist, rechts unten. Ah, jetzt weiß ich Bescheid, okay. Super, machen wir eins weiter. Wir wollen ja auch mal ein Spiel miterleben. Ja, wir können noch kurz zu dem Guide mal gucken. Da müssen wir oben auf die Option gehen. Das Zahnrädchen rechts. Ja, genau. Ja. Genau. Und dann gehen wir auf die Hilfe. Das ist oben. Mhm. Und unten. Mal schauen, ob ich das euch sauber zeigen kann. Jetzt, da ist der Guide. Genau. Von also dir geschrieben. Auf über 190 Seiten ist alles zum Spiel. Wow. Ins Spiel integriert. Genau. Kann man, findet man dann auch im Verzeichnis, kann sich das ausdrucken, wie man es möchte. Da ist alles. Sehr gut. Ja, jetzt denken sich neue Spieler vielleicht, verdammt, das muss ich alles können. Und die Antwort lautet, man kann sich alle Infos holen, man muss sich nicht alle Infos holen, weil das Spiel ja anbietet, dass man bis ins Kleinste alles simulieren kann. Aber viele Dinge kann man auch halt an Mitarbeiter übertragen, die dann bestimmte Punkte für einen erledigen. Ne? Genau, ja, das geht auch ohne. Also da ist natürlich jetzt ganz viel, immer wieder so auch so Stichwörter, wo man, wenn man irgendwie ein Thema hat, wo man nochmal gucken möchte, dann schaut man halt nach, zum Beispiel jetzt hier Trainingsgruppen, dann wird das erklärt oder man informiert sich über welche Tastaturmöglichkeiten habe ich, was kann ich drücken, was bewirkt das, dann findet man eine Übersicht. Oder ich spiele mit dem Steam Deck und ich möchte wissen, wie ist das belegt, dann finde ich das hier. Oder ich möchte wissen, wie bringe ich mein Manager-Porträt da rein, wie mache ich das, dass ich fröhlich gucke, böse gucke, je nach Zustand meines Clubs, dann wird das erklärt, wie das funktioniert. Ne? Das sind zum Beispiel jetzt die einzelnen Stichwörter. Da geht es ums Clubgelände, die Fans, Fanliebling, alles ist genau im Detail beschrieben. Hast du komplett geschrieben? War sicher eine Heidenarbeit, ne? Ja, ich habe jetzt da ungefähr, ich weiß nicht, wie das über ein Jahr dran immer wieder weitergemacht. Krass. Also ich habe mich nie jetzt da Vollzeit mit beschäftigt, sondern immer wenn irgendwas war, habe ich es da ergänzt. Und dann war sehr gut im Beta-Test, kamen natürlich auch viele Fragen auf. Und alle Antworten, die ich da jetzt gegeben habe, die habe ich dann auch direkt jeweils in den entsprechend in den Guide eingetragen, sodass da schon ganz viel auch so praktische Antworten drin sind. Und es wird auch so ein bisschen was über uns erzählt und wie die Entwicklung verlaufen ist und was so Spaß gemacht hat und weniger Spaß und Höhen und Tiefen. Und man kriegt, glaube ich, so einen Eindruck in den Entwickleralltag. Das ist, glaube ich, hoffentlich ganz spannend. So, wir wollen auf jeden Fall ein Spiel mal miterleben und die 3D-Szenen auch zeigen. Ich kippe das hier einmal. Wochenplanung, alle Mustermine planen. Assistenten voll planen lassen. Wir lassen mal den Assistenten planen. Lass uns mal überraschen, was er so macht. Er hat jetzt alles hier übernommen und das findet jetzt alles statt. Jetzt muss man sich halt in der Woche mit den ganzen Sachen dann entsprechend beschäftigen. Aber wir haben ja gleich ein Freundschaftsspiel. Dann geht's direkt los. Eins weiter, aber auch gestartet.
Jetzt kommt das erste Freundschaftsspiel. Sichtungstag. Wir können einen Jugendspieler für unseren Kader machen. Das läuft hier mit Zeit. Ist welcher ist gut? Der rechte ist doch super gut, ne? Der rechte, den könnte man überlegen. Auf jeden Fall würde ich machen. Konkurrenz für Luca Netz. Der ist schon okay. Ja, ja. Außenverteidiger sind immer schwierig. Der will denn zum ersten FC Köln gehen? Haben nicht die Toten Hosen darüber ein Lied gesungen? Wer will schon zum ersten FC Köln gehen? Oder haben die was anderes? Nicht ganz, ne? Ja, anders. Oh, die als Düsseldorfer. Puh. Erstes Spiel. So, mit wem spielen wir denn? Ja, also als Gladbach-Fan sieht man auf den ersten Blick so viel, anders hätte man die Mannschaft auch nicht aufgestellt. Ne? Rocco Reitz von Beginn an drin. Und mein lieber Dank an Akira Nagasaki, unser Community-Mitglied, der sich in Tag und Nacht Arbeit das alles gemacht hat. Und für alle, die später gekommen sind, nochmal der Hinweis, dass hier die Originaldaten, die Originalnamen mit Interpretationen von Akira drin sind. Es ist keine Aktion vom Publisher und vom Hersteller. Normalerweise sieht das anders aus. Das Spiel ist nicht mit den Lizenzen, das ist eine Fanmod. Die wurde auch nicht von den Herstellern gemacht, die wurde von Fans gemacht, sprich von Akira. Keine Verantwortung hier bei Gerald hier. Und ich glaube, wen könnten wir noch anders einsetzen? Rechts Scully eventuell statt Leiner wäre eine Option. Weigel spielt nicht mit. Unfassbar. Soll nicht lieber, komm, Florian Neuhaus gegen Haus gegen Florian gegen Julian Weigel, einmal so rum. Oh Gott, zentral. Wir müssen etwas defensiver ein. Ja, defensiv. Ich habe Kramer. Wer hat denn Kramer gerade sich geholt? War das der Co-Trainer? Kann ich den nicht so überschreiben? Noch, ne? Dann so in die Mitte ziehen. Man kann sogar draufklicken, dann gibt es so ein extra Pfeil, dann sieht man die besten Kandidaten als Ersatz. Hier auf die Position klicken. Da geht so ein Pfeil hoch, wenn man den Mauszeiger ein bisschen richtig bewegt, dann geht so ein Ding hoch und dann könnte man das machen. Da habe ich wahrscheinlich. Ein bisschen weiter weg. Da klickt man da drauf. Da hatte ich gerade wahrscheinlich draufgeklickt. Cool! Super Kontext. Das gab es beim Vorgänger auch nicht. Das war das Neue. Akira, du meinst, Florian Neuhaus ist besser als Julian Weigel als defensiver Mittelfeldspieler? Wir müssen noch ein Wortchen miteinander reden, wir beide. Also tut mir leid. Nee, Julian Weigel ist doch besser. Defensiver Mittelfeldspieler hier vorne. Rocco Reitz ist glaube ich, eher links als rechts. Ja, da sieht man auch, dass er dann etwas besser wird. So, momentan gibt es ja hier nur so eine Gegenüberstellung. Rechts oben dieser Button, mit dem, wo man jetzt momentan die Spieler sieht. Mhm. Ja, ganz rechts oben auf dem Spielfeld. Ach, auf dem Spielfeld selber, genau. Wenn man da draufklickt, kann man ja den Vergleich mit dem Gegner machen. Aber da gibt es jetzt bald noch eine weitere Variante, wo man praktisch diese Positionszonen genau sehen kann. Also wo fängt der Innenverteidiger an und wo hört er auf? Weil die Stärke sich immer auch so ein bisschen dadurch berechnet, welche Positionen sind in der Nähe und dann sozusagen diese Positionen alle einfließen lässt in die Stärke. Das heißt also, der Innenverteidiger ist am besten, wenn er wirklich Innenverteidiger spielt und nicht zu nahe zum Beispiel jetzt an einem Außenverteidiger ist. Ansonsten erfordert das so eine Kombination von Fähigkeiten und er wird schwächer. Und damit man das noch so ein bisschen besser sehen kann, wird es dann noch so eine Zusatzanzeige auf dem Spielfeld geben, die man sich so einblenden kann, wenn man es will. Ja, okay. Ja, Mann, dann lass uns doch mal so spielen. Oder sollen wir mal sagen, Co-Trainer einmal machen? Ich klicke mal auf Co-Trainer und gucken, was er macht. Hast du dir so viel Mühe gegeben, jetzt würde ich das nicht. Ich war einfach neugierig. Wir können es ja auch wieder ändern. Das war der Co-Trainer von Beginn an. Ne? Also Florian Neuhaus, tut mir leid. Ich weiß, das ist jetzt defensiv gedacht, aber ich will auf jeden Fall, dass Weigel mitmacht. Den ziehen wir einmal hier rüber, ziehen den einmal zurück. Jetzt sind wir ein bisschen. Ich mache mal so, wie ich es machen würde. Den packe ich auch nach hinten hin. Der spielt in der Mitte. Den
Das ist im. Ah, hier vorne wird er immer stärker. Die ziehen wir auch so hier rüber. Etwas weiter hier rüber. Den können wir leider. Wir haben keinen linken Mittelfeldspieler, keinen wirklich guten drin, ne? Nee, das ist schon okay. Können wir so machen im Prinzip. Aber drei Innenverteidiger. Wir packen lieber noch einen Innenverteidiger raus. Wir können Wöber auch nach links packen. Ich probiere mal was aus. Einmal hier hin. Den können wir auch, glaube ich, weiter vorne einsetzen. Oder wir tauschen den aus. Wen haben wir denn fürs rechte Mittelfeld? Scully wäre auch nicht besser. Wir fangen mit Scully rechts an. Der Verein wird immer schwächer. Linkes Mittelfeld. Neuhaus. Okay, ich weiß, sie spielen nicht auf irgendeiner Position. Kann passieren, dass dadurch nachher der Teamgeist sinkt eventuell, ne? Weil ich die Leute verarsche, oder? Ja, indirekt. Also wenn sie auf falschen Positionen ständig eingesetzt werden, dann hängt es davon ab, wie die so drauf sind in dieser Richtung. Ja, manche werden unzufrieden, manche ist nicht schlimm. Ich demonstriere den Leuten einfach, die haben das zu machen, was ich als Trainer will. Eben waren wir stärker, aber so ist so, wie ich will. Und wenn was schief geht, war es die Mannschaft schuld. Ich finde, das ist eine sehr sympathische Vorgehensweise, wenn man nicht nach Zahlen spielt, sondern so macht, wie man will. Danke, also, wenigstens. Danke. Dann das muss heißt, es auch irgendwie passen. Das heißt, wenn es nach dem Spiel eine Pressekonferenz gibt, der Präsident wird gefragt, Testspiel in die Hose gegangen, Trainer sofort austauschen, trittst du auf als Stargast und sagst, nee, Daniel WB muss bleiben. Er hat einen Bauch rausgespielt und Hauptsache die Ergebnisse stimmen nicht, aber er hat sich selbst verwirklicht. So starten wir einmal. Wir fangen sofort an, bevor ich es mir besser überlege. Einmal Spielstart bitte. Ich ahne das Allerschlimmste. Und auch dauert das. Ja. Das die Taktik machen. Wir fangen mal mit neutral an. Und nur Mut. Das ist ein Zweitligist. Wir können jetzt hier nicht anfangen und vorsichtig offensiv. Ich habe so viel rumgewirbelt. Ich spiele einmal mit vorsichtig offensiv. Eine Seitenwechsel lasse ich weg. Pressing, Häufigkeit. Wir wollen die Mannschaft nicht so früh fertig machen. Ich gehe mal auf. Wir sind in der Mitte stark. Da ist es wichtig, dass wir jetzt in die Mitte gehen und sagen, da wollen wir angreifen. Hier sind, ja, mein Übergewicht, stimmt. Ja. Das heißt, wir spielen mit hier weiter nach vorne. Sowas. Und dafür den linken Flügel natürlich, naja. Etwas weniger. Bisschen. Linker Flügel, da spielt, den hatte ich vernachlässigt, da habe ich ein Neuhaus draufgestellt. Rechter Flügel etwas häufiger. Mitte doll, einmal so, komm, einmal konzentriert in der Mitte. Flanken, also Flanken, wir spielen im 1950er-Style. Wir spielen so, wie man früher gespielt hat. Besondere Ecken, lassen wir alles weg. Konter, ach komm, wir stachen das so. Einmal los, auf geht's. Was kann schon schief gehen, außer der peinlichsten Niederlage ever? Wir orientieren uns nicht an den Gegnern, kein Manndeckung, kein nix. Einmal starten. Jetzt geht's auch schon los. Ja, komm. Einmal sofort. Ansprachen. Sollen wir vorher eine Ansprache machen? Ah, ne, Anpfiff. Wir sind Freundschaftsspiel, wir müssen nicht. Ja, komm, wir legen sofort los. Bedeutung des Spiels ist gleich null, da kann ich nichts behaupten. Anpfiff. Kommen die Spielszenen automatisch rein? Ja, sind eingestellt unten links, lange Szenen. Das heißt, wir sehen jetzt die volle Pracht quasi. Sehr schön. Wenn wir haben jetzt im Vergleich zur Demo haben wir diese Anzeige, diese Boxen ausgeschaltet, damit praktisch keine Spielunterbrechung stattfindet, wenn irgendwie eine Aktion ist. Das haben wir deswegen gemacht, weil viele Leute sich erkundigt haben, was das denn soll mit diesen Boxen. Es wird immer alles unterbrochen, ob man das auch wegbekommt und so. Und deswegen haben wir jetzt die Voreinstellung aus. Aber wer möchte, kann bei besonderen Aktionen Boxen halt anzeigen lassen und dann kommt da auch was dazwischen. Ja, das ist ja jetzt ein ganz schöner. Ich erhöhe mal ein bisschen den Einsatz und auch die Offensivpower. Ja. Es passiert nichts. Passiert nichts, ne. Hat der Co-Trainer die Mannschaft zu defensiv eingestellt? Ich hatte von Anfang an gesagt, echt, den werde ich feuern, dieser Pfeife. Halbzeitstand, es ist nichts gelaufen. Und ich habe die so defensiv aufgestellt, es ist noch nicht mal eine einzige Angriffsszene gekommen. Super peinlich hier. Ja. Wen kann ich anschnauzen?
Sind immer die anderen schuld. Einfach erstmal weiter. Das wird Meinst schon. du? Aber das ist natürlich auch irgendwie so eine Fehlbesetzung da mit dem linken Flügel. Och, Gerald, jetzt fällst du mir nachträglich in den Rücken. Aber wir sind ein Team, du und ich. Ein Team. Alle entscheiden. Du hast eben genickt, als ich gesagt habe, ich mache, wie ich will. Du hast zustimmend Ja, aber genickt, dann muss dass. man auch, wenn es nicht funktioniert, muss man es auch einsehen. Dann ist das Ja, halt nichts. andere sehen ihre Fehler ein. Ich nicht. Ich bin Trainer. Auf gar keinen Fall. Also, wisst ihr was? Bisschen mehr Schwung. Etwas mehr Schwung. Wir gehen mal auf. Nimmt die Zweikämpfe an. Und wir gehen mal auf. Taktische Analyse. Was ist denn das? Also noch nichts passiert. Der kann ja nichts viel analysieren. Wenn da Nicht stimmt, nichts ja. passiert, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wir versuchen es einfach nochmal. Es kann nur besser werden, aus 7 Wechseln möglich. Extra Motivation. Weitermachen, komm weiter. Kultur, sie geht da nicht. Dich erwische ich. Spiel läuft. Und was passiert jetzt? Hier steht Halbzeitanalyse, hier ist ein bisschen Fremdschämen angesagt. Das Spiel demütigt mich. Ja, es ist ein seltsames Spiel. Ich habe sowas in dieser Länge noch nicht gesehen, dass nichts passiert. Na, Nichts jetzt. passiert. Eike hat gewechselt. Ja, ein Freundschaftsspiel. Vielleicht sollte man das auch tun. Wie wechsle ich? Einmal auf Pause klicken. Kommt er. Die erste Spielszene kommt beim Gegner. Ja. Ja, natürlich daneben. Wäre noch peinlicher gewesen hier. Über das Tor. Ja. Ich mache mal Auswechslung schnell. Das ist ein Freundschaftsspiel, die Alternativen sollen sich zeigen können. Ja, der Balken hier, je röter, desto weniger frischer. Florian Neuhaus. Ist wahrscheinlich nicht gelaufen und schon kaputt. Der wird auf jeden Fall rausgenommen. Sind immer Netz. Ich habe von Anfang gesagt Netz statt Neuhaus. Ich erinnere mich daran, dass es im Chat hieß, Luca Netz ist ein Talent, das wir fördern müssen und dass ich gesagt habe, ja, unbedingt. Machen wir jetzt auch mal. Und wer ist sonst kaputt? Wen hätten wir als gut, wen können wir von der Stärke her noch einsetzen? Elvedi. Elvedi spielt aber. Wer spielt nicht? Leiner. Leiner gegen Scully, jetzt schon? Leiner gegen Scully. Denn Ein zustimmendes Räuspern auf die Seiten meines Co-Trainers. nur Mut. Was kann schon schief gehen, außer dass der Chat mich noch nach Jahrmillionen danach. Kramer. Ja, aber die sind noch halbwegs fit. Ich würde eher ab der 70. Druck machen. So können wir lassen erstmal. Die sind okay. 2 Wechsel möglich noch. Wir lassen es erstmal so, ne? Stürmer noch weiter nach vorne. Er bringt auch nicht so viel. Neuer frischer Stürmer einsetzen. Das könnte was sein. Ist ja ein Freundschaftsspiel. Ich würde jetzt durchaus auch mal, dass die ein bisschen länger spielen können. Das ist schon okay. Einmal Aber es ist hier. generell ist das Spiel jetzt doch durchaus eng, wenn man so die Stärken sich da anschaut, dann Machen einmal ist jetzt kein weiter. typisches Erste gegen zweite Liga, was da so eingetragen ist, würde ich sagen. Aber mal gucken. Angriff Gladbach. Hat der Trainer doch alles richtig gemacht. Rocco Reitz Weigel. Ich habe doch. Ja, knapp vorbei. Fehlpass von gerade eingewechselten Spielern. Kann passieren. Kann passieren. Dann werde Das ich war jetzt nachher die erste anschnauzen. Chance. Oh je, oh je, oh je. Das ist ja echt mega peinlich Dann hier. Teamstärke, wir ist haben. ja echt Mut gegen Elend. Angriff Gladbach. Meine Umstellung haben was bewirkt. Ich glaube an mich. Stefan Leiner, gerade von mir eingewechselt. Luca Netz, meine Entdeckung. Der Co-Trainer wollte ihn zu früh einsetzen. Ich habe gewusst, er kommt von später. Er ist so richtig. Jetzt sofort den B Mannschaftsbus vors Tor parken. Zu Das hätten spät. wir schon in Konter der ersten Schalke. Halbzeit haben können, aber nun gut. Oh, das war aber schön gespielt auch. Daneben. Schon wieder. Gerald hält mit dem Gegner über. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört gerade.
77., 78. und noch Wir einmal sind ein ordentliches Spiel, auswechseln. das ist das Wichtigste. 80. Minute. So, hinten macht der ein oder andere Innenverteidiger schlapp, gute Gelegenheit. Manu Kone macht schlapp. Wir bringen Kramer für ihn. Kramer ist am besten auf. Was ist seine bevorzugte Position? Defensives Mittelfeld. Ja, da ist er richtig aufgestellt. Wir wollen die Innenverteidigung ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ich wollte gerade einen dritten. Können wir auch mehrere Torwarte einsetzen? Ja. Lass uns ein bisschen defensiver spielen. Wäre es okay, wenn ich mit drei Torwarten spiele? Nein. Wir führen 1-0 gegen den Zweitligisten. Ich würde vorschlagen, 10 Minuten vor Schluss, wir führen eine Fünferkette ein. Wir spielen mutig Richtung zu unserem eigenen Tor. Nein, wir machen ein paar fittere Spieler und hoffen mal das Beste. Friedrich darf sich auch zeigen. Wen können wir noch einnehmen? Mann, natürlich. Hermann. Hermann ist gut als rechter Außenstürmer. Wen würdest du noch einnehmen? Den. Hermann. Ja, aber gegen wen? Dagegen. Vielleicht gegen Player, der lässt nach. Aber das ist immer noch Ich einer der spekuliere stärksten, ja auf ne? deinen, ich spekuliere ja auf deinen Job. Ich will jetzt nicht irgendwie Im Chat, das Player Blut ist platt. haben. Ja, sehe ich ja auch so. Player ist platt. Die anderen müssen auch mal. Einmal Hermann rein. Den kann man auch als Stürmer, genau. Und dann geht auch was. Jetzt mal. Aber der ist Rechtsfuß, ne? Der sollte rechts, glaube ich, besser sein. Einmal der in die Mitte. Und er kommt über rechts. Hier so hin. Kommt über rechts, rechtes Mittelfeld. Zweimal die Defensiven, die dürfen ruhig noch ein bisschen weiter nach hinten. Der kann auch links spielen. Und dann packen wir noch einen weiteren Innenverteidiger rein. Weil das 1-0 muss jetzt offensiv verteidigt werden. Weitere Innen und dann nehmen wir einen der. Nee, das ist okay. Es wird zu peinlich. Wir arbeiten mit Dreierkette hinten. Enthusiastisches Kopfschütteln von Gerald, der ostentativ durch eine sensationelle Körpersprache mir zeigt: Daniel, du machst alles richtig. Ich schäme mich nicht für dich. Also, wisst ihr nicht, ich erkläre es euch kurz: Gerald und ich haben vorher als Code vereinbart, dass er den Kopf schüttelt, wenn er eigentlich nicken möchte. Das haben wir vorher so vereinbart. Oder? Also mir erscheint es, als möchtest du möglichst viele Farben erzeugen, indem du Spieler falsch einsetzt oder Danke für diesen unterstützenden Kommentar von dir. Also man merkt einfach, Gerald und ich, bunt ist zwischen die uns Aufstellung. passt kein Blatt Papier zwischen uns. Kein Blatt Papier hier. Genau, jetzt noch alles zurückziehen und das 1-0 über die Zeit retten. Das Ganz ist die genau. Blatt Papier. So jetzt Freundschaftsspiel hier. gegen einen Zweitligisten. Wir liegen knapp vor, wir liegen 1-0 vorne und weiter. Taktik von kontrollierter Offensive wieder zurück auf abgesichertes, ruhiges, auf Ballbesitz-Fußball. Und eins weiter hier. 10 Minuten vor dem Ende. Und ja, deine Strategie aufzugehen. Nico Elvedi bekommt die gelbe dafür. Ausrichtung offensiv. Ah, komm, wir gehen mal ein bisschen auf Vermutlich neutral Zeit spielen. zurück. Und es könnte ein sensationeller 1-0-Erfolg werden in unserem ersten Heimspiel. Freundschaftsspiel gegen Schalke. Pfeif doch ab, du Pfeife, er hat's gemacht. Gerald, wie stolz bist du auf mich auf einer Skala von 8 bis 10? Glückwunsch. Ich bin zu, würde ich sagen, 8. Ja, wir haben es geschafft. Ich wurde nicht entlassen im ersten Spiel. Alles gut gelaufen. So, bevor es noch peinlicher wird, das war es gerade hier, ne? Wie kann Naja, es ist ich. ein bisschen enttäuschender Spielverlauf. Also wir haben relativ wenig Aktionen gehabt. Das Ja, aber. ging immer besser hin. Wenn die Mannschaft sich ein bisschen entwickelt, dann fallen da auch mehr Tore. Genau. Lieben Dank an Ekim. Ganz viele Grüße an dich. Schön, dass du wieder seit langer Zeit wieder da bist. Kommentar, ich zitiere: Souveräner Sieg zum Einstieg. Gerald kann Gladbach noch nicht übernehmen. Job gesichert WB. Danke dir.
Dann schreibt der User Writing Bull im Chat. Großartig, lieber WB, bin so stolz auf dich. Ich will ein Kind von dir. Danke an dich, du könntest auch den FC Bayern München trainieren. Vielen Dank, check bei den Chatmods bitte abholen. Zauberhaft, sehr schön. Lohnt sich da immer mit einem zweiten Account anzutreten. Wir hatten wollen wir mal simulieren bis zum Ende der Saison? Oder lange? Wir hatten gesagt, wir wollen ein paar Sachen zeigen, ne? Ja, können wir mal. Wie simuliere ich? Ich glaube, noch eine Sache, die ganz, ganz cool ist, wenn wir jetzt mal ins Hauptmenü noch gehen. Mhm. Dann zum Beispiel einen Verein aussuchen. Und jetzt einfach auch Stopp machen oder bis zum Wochenende warten. Ja. Wie komme ich ins Hauptmenü hier rüber? Hm? Wie simuliere ich? Jetzt kann ich zum Beispiel einfach hingehen und könnte mir mal auf das Wappen sozusagen klicken. Möglicherweise vielleicht auf den nächsten Gegner oder so. Oder? Auch, Wappen links klappt gerade nicht. Genau, oder einfach das mal klicken. Rechte Maustaste. Ah. Und jetzt gibt es oben zum Beispiel so einen kleinen Button ganz rechts oben neben dem OK. Mit den Reglern, den dreien. Und da ganz oben in der Ecke. Ganz oben in der Ecke. Den hier, ne? Den nicht. Ja, der ist auch gut, aber der ist, um Daten einzutragen. Die drei Regler. Das ist vor allen Dingen, genau. Und hier kann man jetzt sozusagen die Daten des Vereins jederzeit im Spielstand verändern. Also man kann immer einen neuen Vereinsnamen auswählen, man kann sich ein neues Wappen einstellen, man kann neue Abkürzungen und so weiter. Alles jederzeit anpassen. Das heißt also, auch wenn man jetzt keine Originaldaten hat, kann man sich zumindest in dem Spielstand in ein paar Minuten so ein paar Sachen zurechtklicken, damit das einigermaßen passt. Und das geht auch mit Spielern. Also wenn man jetzt zum Beispiel da rausgeht, wir gehen auf den Kader der ersten Mannschaft, oben auch wieder den Button. Genau. Und suchen uns jetzt einen Spieler aus, klicken den an mit der rechten Maustaste wieder. Dann kriegen wir ja auch wieder ein Spielerprofil. Fußballgott Toni, Toni Janschke. Genau. Und im Spielerprofil oben ist der gleiche Button und auch darüber kann man dann wieder editieren, wie der aussieht und wie er heißt und kann ein Porträt letztendlich machen. Und man kann zum Beispiel auch hier unten über diese generischen Fotos, den Button in der Mitte, das sind jetzt praktisch unsere Fotos, die wir mitliefern und dann kann man hier jetzt sich jetzt durchklicken und kann ein passendes Porträtbild jeweils für den Spieler festlegen. Aber man könnte zum Beispiel hingehen, könnte ein Spiel starten, könnte seine ganzen Freunde da eintragen oder sich selber dann als Spielertrainer operieren lassen und so weiter. Also das ist alles ganz einfach möglich. Ich denke, das ist ein ganz schönes, spannendes Feature. Und wenn man jetzt hier so durchklickt, zum Beispiel oben, Motivation, das kennt man noch so ein bisschen von den letzten. Da wird halt erklärt, wie sich das alles zusammensetzt, was der Spieler gut findet, was er schlecht findet. Neu ist zum Beispiel Persönliches. Da kann man jetzt gucken, wie ist der Spieler praktisch in der Mannschaft so drin. Man sieht oben erstmal, was hat der Spieler so angestellt im Verlauf der Zeit. Hier ist es jetzt natürlich zweite Woche, hat noch nichts gemacht. Unten gibt es Hobbys. Da kann man sehen, wie sich diese Hobbygeschichte bei dem Spieler entwickelt, was da so an Ereignissen im Privatleben des Spielers passieren. Wenn mich das interessiert, ich kann immer auch testen. Das heißt, ich klicke oben wieder auf meinen Editor-Button, meinen kleinen, mit den Reglern. Genau, dann stelle ich hier ein Hobby ein. Zum Beispiel, momentan hat er keines, da oben, also hier in der Mitte. In der Combo-Box auf der linken Seite, genau. Und dann stelle ich zum Beispiel ein, dieser Spieler spielt gerne Gitarre und dann oder spielt gerne Golf. Und dann sehe ich nach einer Zeit, was aus diesem Hobby so wird und was da so passiert. Und wenn er Gitarre spielt zum Beispiel, dann tut er sich möglicherweise mit einem anderen Spieler zusammen, gründet eine Band, die werden Freunde. Manchmal zerstreiten sie sich auch über irgendwas. Ganz unterschiedliche Dinge. Also das ist immer Leben sozusagen in der Bude und es passiert was mit den Spielern und man kann die wirklich... Man kann es entweder laufen lassen, dann entwickeln die Hobbys von alleine, oder aber man kann sie setzen und kann so ein bisschen was provozieren sozusagen in der Mannschaft, dass es ein bisschen Ärger gibt. Habe ich schon erzählt, dass ich als Spielertrainer mitspiele, Gerald? Das macht sehr viel Spaß. Ja, habe ich auch schon mal gemacht, war allerdings keine gute Idee, ja, wie manch einer hier vielleicht weiß. Ich achte grundsätzlich nicht darauf, ob Dinge, die ich mache, gute Ideen sind oder nicht. Hobby, ich influence gerne andere Leute. War trotzdem cool, hätte ich das Tor damals gemacht. Ihr wisst halt vielleicht, was ich meine. Wenn ich das Tor gemacht hätte, wie cool wäre dieses Video geworden? Und das war so knapp dran. Also, Vorname Writing, Nachname Bull, mein Künstlername alter Sack, Hobbys Influencer. Wir machen auch mal ein anderes Foto, damit ich mich leichter identifizieren kann. Ja, komm, einmal so rum. Silhouette.
Ja, das ist auch okay. Genau, eigenes Bild, ne? Das eigenes Bild hochladen. Ja. Na Da komm. könntest du jetzt eins auswählen, wenn du Ja, eins hättest und könntest. wir wollen es nicht noch Das sieht sehr peinlicher lustig machen. aus. Wir wollen es nicht noch Das passt. peinlicher machen hier. Einmal hier rüber. Das klappt allgemein. Ich bin Tscheche. Ja, meinetwegen, ist egal. Bam, alles okay. Und das wollen wir jetzt einmal simulieren, wie ich als WB-Chat ist begeistert. Das freut mich sehr. Und was man jetzt sieht, zum Beispiel in der Karriere auch, das ist vielleicht auch noch ein ganz cooles Ding, Karriere. Da kann man so ein bisschen sehen, wenn sich das nachher gefüllt hat, gibt es ganz viele so statistische Sachen, wo man gucken kann, wie sich Dinge über so 10 Jahre oder sowas entwickelt haben. Und das muss natürlich jetzt alle so ein bisschen Leben erst bekommen, aber ich glaube, dann ist das ein sehr stark aufgewertetes Feature, wo man ganz viele Möglichkeiten hat, sich über die Fortschritte des Spielers halt so zu informieren. Okay, jetzt wollen wir das Und aber dann habe ich noch einmal. was ganz wichtig, Ja? ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig noch, und zwar die Tab-Taste, wenn du die mal drückst. Welche Taste? Entschuldigung. Ich habe dich gerade nicht gehört. Welche Taste soll ich drücken? Also Tab, die Die Tab Tab-Taste, achso. links. Und jetzt Ah. kommen so Statistiken reingefahren. Da kannst du jetzt auswählen, was du sehen willst. Genau. Und die werden dann praktisch immer automatisch dargestellt, wenn man im Menü jeweils ist. Kann man dann auswählen, was man will. Im Spiel gibt es spezielle, aber jetzt während der Hauptmenüphase kann man das wirklich so konfigurieren, dass man sich die Infos holt, die man am liebsten sehen möchte. Das Coole ist, wenn man den Luxus eines 21 zu 9 Monitors hat, dann sind die dauerhaft da. Und das ist, glaube ich, schon fürs Spielen sehr cool. Sind zwar nur so ein paar Prozent, die das wahrscheinlich nutzen, aber wenn man natürlich eine hohe Auflösung hat, dann kann man auch einfach das Fenster so groß ziehen und kommt dann auch in den Genuss dieser Geschichte. Ganz neu ist auch noch, dass man dann irgendwann mit der dritten Maustaste, also dem Mausrad, wenn man das drückt, dass man das auch aufbekommt. Das ist ganz cool. So, das machen wir. Das wird jetzt automatisch übernommen, ne? Da muss ich jetzt nicht irgendwie. Genau, jetzt musst du nichts mehr machen, nur zumachen. Kannst du wieder Tab drücken, dann geht es wieder zu und später, wenn du dann Alles aufmachst, klar. ist das alles wieder. Und lassen Sie einmal simulieren, weil wir hatten gesagt, wir haben 20 Minuten noch und ich wollte ja auch noch den neuen Verein zeigen. Genau, jetzt müssen wir in die Zentrale gehen. Das bestätigen? Ja. Oder? Ja, bestätigen. Ja. So, jetzt gehen wir einfach wieder weiter, über den Spielercard auch. So, weiter. Ah, So, okay. jetzt stellen wir unten beim Zieldatum rechts bei Simulation das Jahr auf 2100. Also längste Einstellmöglichkeit. Die längste überhaupt. Wie lange dauert das denn? Für den Moment ist es jetzt egal. Wir können es einfach mal, wir können es nur demonstrieren, dass es Sollen wir geht. mal Also ein Jahr machen? die Combo-Box aufmachen. Das Spiel startet ja 18, pardon, 18, 2013, ne? August 2013 waren wir. 21, 2023. 1.7.2023. Ah, Und okay. wir können jetzt ganz nach unten mal gehen. Einfach mal ganz nach unten in der Echt Box, so damit wir sehen. lange? 2100. Ist jetzt nur Ernsthaft? für Demonstration. So, und da klicken wir Wirklich? drauf. Können wir jederzeit Und stoppen? jetzt müssen wir gucken. Automatische Vertragsverlängerung, das wollen wir. Das betrifft aber Spieler. Das ist nur damit da sozusagen nicht der Kader durcheinander gewirbelt wird und irgendwelche Leute weggekauft und wir tun nichts mehr. Und dann gibt es das Thema Tabellenbildschirm, das wollen wir. Die verlängerte Anzeigedauer, die können wir auch mal anlassen. Und Entlassungen haben wir ausgeschaltet. Das ist auch wichtig, damit wir nicht rausfliegen, wenn es dumm Nein. läuft, sondern die Ergebnisse weiterkriegen. Und jetzt müssen wir nur noch Start machen. Und das ist eigentlich schon alles. Und Also dann drei geht's los. Häkchen und wir simulieren, kann man jederzeit stoppen zwischendurch. Jederzeit stoppen. Ja, jederzeit stoppen. Sollen wir das machen, liebe Leute? Wollen wir eine Zeitreise machen bis zum 1. Januar 2100, wenn wir alle noch jung und frisch sind? Auf drei. Countdown, Raketenstart. Dagegen ist die NASA-Apollo-Mission gar nichts. Liebe Leute, Countdown. Gibt Mische einen Countdown, bitte. 10, 9, 8, 7, 3, 1. So schnell geht das. Anpfiff. Noch 3.990 Wochen Simulation. Wir spielen so lange, brüllt Akira, bis die Hertha wieder aufsteigt. Florent Neuhaus hat eine Verletzung, wahrscheinlich nur ein Schnupfen. Er tut so, als wäre es ein Muskelbündelriss. Unfassbar.
Oh, wir sind natürlich jetzt am Saisonbeginn, das heißt, das dauert. Ja, eine gute aber Gelegenheit zwischendurch. Der Monat geht relativ zeitig noch vorbei. Wir haben hier einen neuen Spieler verpflichtet, Lamar Barbier. Hobby, Haare schneiden. Eisadler fragt, wie viele Saisons kann man statistisch zurückblicken? Alassane Plea. Alle, gut. Alassane Plea kommt nicht pünktlich zum Frühstück. Unfassbar. Wahrscheinlich unterwegs ein zweites Croissant genascht. Spielstände werden halt dann groß irgendwann, aber das geht schon. Also wenn man zum Beispiel dann in die Angst- und Lieblingsgegner-Statistik guckt, dann sieht man dann steht da sowas wie 60-20-10 oder sowas. Das geht schon. Wir simulieren ein bisschen vor uns hin hier. So, jetzt haben wir das erste Spiel und jetzt wird es praktisch das Ergebnis ausgegeben. Wir sehen, das war eine lösbare Aufgabe, geschafft. Sie ist für mich eine lösbare. Im Ernst, also ich will mich ja nicht selber loben, aber ich hatte die Mannschaft perfekt aufgestellt. Diesmal war es nicht ganz so gut im Bild zu sehen wie eben, aber es war sensationell. Wie gesagt, selber sollte man sich nie loben, aber ich glaube, das war eine feine Leistung. Augsburg. Erst das Bundesligaspiel. Auswärts in Augsburg. Eieiei, hoffentlich geht das gut. Es geht gut. Positiv denken. Danke, Glückwünsche werden rübergegeben. Vielen lieben Dank. Sehr freundlich. 21.000 Zuschauer. Musik wird dramatisch. Bekommen wir auch Spielszenen jetzt oder ist das nur im Hintergrund durchlaufen? Es wird jetzt nur durchgerechnet. Hier gibt es keine Spielszenen. Aber wir können später ein Best-of der Saison anzeigen lassen. Und? Das können wir machen, ja. Auswärtssieg! Wahnsinn. Auswärtssieg! Liebe Leute, feiert euren Trainer. Gerne, gerne. In aller Bescheidenheit. Es war, Kicker berichtet gleich, wundersame taktische Meisteraufstellung wahrscheinlich gemacht. Na, jetzt kommt mal ein richtiger Gegner. Mal gucken. Leverkusen, ja. Duell Xabi Alonso gegen WB. Mal gucken, wer da sich durchgesetzt hat. Ja, also nicht Fußballfans, denen sei mal kurz gesagt. In der aktuellen Tabelle steht Leverkusen knapp oberhalb von Borussia Mönchengladbach. In echt geringer Unterschied der Spielstärken und der Erfolgserlebnisse. Flipper Varian fragt, wie die Performance sei. Im Vergleich zum Vorgänger, wenn man 6 Jahre lang simuliert. Endergebnis? 0-0. Ein gerechtes 0-0. Alles okay. Ich werde mich nicht beschweren. Aber das ist auch relativ gut jetzt, das Ergebnis. Das entspricht so. Ja, alles gut. Also, ja, ich lese jetzt mal zufällig einen der vielen Kommentare im Chat vor. Sagen wir mal den von Ekim. Trainerlegende Writing Bull. Danke an dich. Reiner Zufall, dass ich ausgerechnet das vorgelesen hatte. Komisch, dass wir nach 2 erfolgreichen Spielen immer noch nicht automatisch befördert worden sind in die Champions League. Das finde ich jetzt wenig realistisch. Also da hätte ich jetzt einen Spielmechanismus als realistischer empfunden, dass man nach so erfolgreichen Spielen auch sofort eine Joker, als Joker, als Wildcard, mit Wildcard in die Champions League kommt. Es ist höchste Zeit, dass es mal so eine Niederlage gibt. Ja, das habe ich gerade überhört. Ich hatte gerade... Ich hatte gerade einen kleinen Tonausfall Richtung 2-1 gegen Bayern München. Kniet nieder, huldigt mir. Es kann nur noch schlechter nicht. Wir sollten jetzt abbrechen. Hör mal, ist das schlimm, wenn ich mal kurz. Wenn ich jetzt stoppen würde, könnte man sich das mal kurz anzeigen lassen? Natürlich. Kommt, das will ich sehen. Wir unterbrechen einmal kurz. Ich will die Spielszenen sehen von der 2-1 Heim, vom 2-1 Heimsieg gegen Bayern München. Ja, dann. Du hast jetzt pausiert, du musst ganz stoppen. Ich muss ganz stoppen. Play, okay. Jetzt habe ich gestoppt, ne? Und wie gucke ich mir das an? Gehst du zum Beispiel in das Vereinsinfo? Wo ist das? So. Ich sehe wieder über das Wappen.
hier. Button. Und dann oben hier? Saison auswählen, den Reiter. Saison. Ah. Genau. Und da sind die Spiele und da kann man draufklicken, dann kriegt man einen Spielbericht. Ja, und jetzt, wie? Und die Szenen, kann ich mir die auch angucken? Jetzt kannst du die Tore da angucken. Da hinten ist so ein Kamerasymbol. Fangen wir mal damit an, mit dem 0 zu Bayern ging sogar in Führung bei uns erstmal. Ja. Das soll Angriff passieren bei Bayern, ja. Ja, also aus meiner Sicht ein klares Abseits, aber wurde trotzdem gewertet. Kölner Keller hat gepennt. Konter von FC Bayern. Barbie, die Neuverpflichtung. Player auf den alten Sack, den Spielertrainer. Rocco Reitz, ja, auf Vorlage vom alten Sack. Das ist ja unfassbar. Nee, Vorlage Alassane Player, das habe ich persönlich anders gesehen. Jetzt nochmal hier. Wieder Luca Netz. Wunderbar, zauberhaft. Sehr schön. So einfach kann Fußball sein. Klasse. Ja, so einfach und vor allem so realistisch. Hör mal, wir haben nur noch 10 Minuten. Ich mach mal ganz kurz den. Ich hab uns die Zeit falsch eingeteilt. Viele Leute wollen auch sehen, wie das ist, wenn man einen Verein gründet. Sollen wir das noch schnell machen? Machen. Wie gehe ich zurück ins Hauptmenü, ohne dass es komisch ist? Einfach zumachen. Dann auf die Option und beenden. So, was man noch schnell machen könnte, wäre mal so ein einzelnes Spiel mehrfach simulieren. Das ist vielleicht ganz cool. So, genau. Und dann vielleicht einfach oben auswählen. So ein kleines Derby. Gladbach gegen Köln. Und dann mal gucken, was so nach 200 Spielen da rauskommt. Seid doch so lieb und legt mal bitte Zuschauer, die wir haben ja über 1000 Leute, die glauben, ihre Frage ist die einzig wichtige, die es gibt. Die dürft ihr auch mal auf Eis legen zwischenzeitlich. Weil ist ja klar, bei über 1000 Leuten, dass nicht jeder mit seinen Fragen durchkommt. Auch wenn man glaubt, dass die eigene Frage also die weltbewegendste ist. Bitte? Oben einfach mal jetzt links auf der also Gladbach einstellen. Statt Bayern München, genau. Und jetzt auf der rechten Seite Köln. Erstmal Deutschland, genau. In Köln. Das Derby hier. Ein Derby. So, 500 Spieler sind gut. Und jetzt könnte man gucken, wie ändert das im Schnitt. Und da kann man oben einfach klicken und los geht's. Anzahl der Spieler, aber 500 simulieren? Ich simuliere mal 100. Mal gucken, was passiert. Läuft. Ja, 2-1. Du meinst nochmal simulieren, obwohl das schon das statistische Durchschnitts... Ich mach nochmal, aber was... Nee, also jetzt von der... Ja, wir können jetzt auch nochmal... Oh Gott, ich habe es falsch gemacht, ne? Nochmal 100 simulieren. Oder das war schon das Durchschnittsergebnis? Das war schon das Durchschnittsergebnis, was du jetzt hier siehst. Wir haben jetzt 100 Mal gerechnet und wir sehen im Schnitt 65 Siege hat es jetzt hier also gegeben, also 65% Siegeswahrscheinlichkeit gibt es für Gladbach. Das durchschnittliche Ergebnis war 2,371 zu 1,02. Und der Tipp, der daraus resultiert, ist 2 zu 1. Das heißt also, wenn man seine Datenbank entsprechend mit den richtigen Daten füttert, kann man auf diese Weise ermitteln, wie groß sozusagen die Chance ist, dass das Spiel in die eine oder andere Richtung sich entwickelt. Was man halt auch machen kann, ist, man kann noch Taktiken einstellen und so ein bisschen halt mit den Spielern experimentieren und Spielerwerte verändern, also konditionelle Sachen mal ausprobieren und sowas und dann kann man schauen, wie sich das auswirkt. Dann also verändern wir mal die Taktik auf super offensiv. Wir probieren einfach mal das mal aus hier. Auf offensiver gehen einmal raus, verändern ein Detail, simulieren nochmal 100 und bei denen stellen wir ein super defensiv und gucken mal, was passiert. Spiel zerstören direkte Pässe und nur Gladbach bemüht sich darum, was zu liefern. Wie ihr eben gesehen habt, auch völlig realistisch war bei meinem total offensiv eingestellten Freundschaftsspiel. Und das probieren wir jetzt einmal aus. Immer noch 2 zu 1.
schaffen wir. Hat sich nicht viel getan, wenn die einen nicht so viel spielen, ne? Dann gleicht sich das wieder aus. Aber man könnte mal beide gegeneinander offensiv spielen lassen und vielleicht. Dann können wir einmal ausprobieren. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Und bei uns ebenfalls. Beides mal absolut identisch. Oder bei uns mal defensiv. Mal gucken, was dann passiert. Ballbesitzfußball zumindest. Immer noch 2-1? Okay. Ja, also man merkt. Halt weniger Tore jetzt. Aber es ist ja immer noch so, dass jetzt nicht so Extreme gefordert wurden gerade. Wir wollen noch zeigen, wie das ist, einen neuen Verein zu gründen. Dann gehen wir noch einmal raus. Bin ich gerade? Ich muss noch eins raus. Falsch, du hast jetzt nochmal 500 simuliert. Ach so. Ich dachte, ich wollte eins zurückgehen hier links drüber. Genau, darüber geht's zurück, genau. Ah, okay, da habe ich mich gerade verklickt. Dann machen wir ein neues Spiel. Diesmal mit meinem eigenen Club und demonstrieren mal, wie das klappt. Im Chat wird gefragt, was im Gegensatz zur Demo in der Vollversion drin ist. Man kann durchspielen. Die Demo ist auf ein halbes Jahr begrenzt. Und in der Vollversion halt nicht. Genau, und dazu kommen halt noch die Sachen, die jetzt hier sozusagen noch gesperrt waren. Diese eine Sache mit denen, dass man beliebig Matches simulieren kann. Dann kommen natürlich alle Features, die erst zum Saisonende oder in der zweiten Saison oder sowas kommen. Alle diese Dinge mit Saisonrückblick und so weiter. Das ist natürlich dann auch, haltet sich erst nach und nach frei. So, nehmen wir mal wieder so wie eben und machen diesmal Vereinsgründung und nennen unseren Verein den FC Bullhausen. Kurzname Bullis, Abkürzung Bull, Vereinsmotto Blutgrätschen als Verb, als Imperativ, als Befehlsform. Zu auch eine unterste Liga? Ja, aber bei mir bitte bei Misch um die Ecke. Oberliga Niederrhein. Und den Rest lassen wir mal, damit wir vorankommen. Also man kann grafisch sich austoben, das machen wir jetzt mal nicht. Dann sind wir, ja, kann man so machen, hier vorne so hin. Das passt so in etwa hier Aachen und Umgebung, wenn man einmal nach Gladbach oder Köln. Schauen, wie es in Köln ist. Das Stadion ist das. Die Blutbahn. Stadion zweiten Mannschaft heißt, ist die Mini-Blutbahn. Und das ist schon okay. So, einmal los und weiter bitte. Bankguthaben. Ja, komm, wir haben noch nicht so viele Fans, kann man echt nicht sagen. Sind das die Zielwerte, wenn man erste Liga ist? Oder nee, so fängt das an. Also man beginnt, also die Zuschauer natürlich schon, ne? Das ist so, was dann in der ersten Liga passiert. Die anderen Sachen sind schon echte Werte dann zum Teil. Also bei den Fans und sowas und auch beim Bankguthaben, das ist das, mit dem man startet. Und so kann man sich halt die Schwierigkeit des Ganzen sehr schön, glaube ich, zurecht biegen, so wie man das halt möchte. Da gibt es so viele Optionen. Glaube ich, ganz gut ist es, so Ultras, wenn man
Spaß an Pyrotechnik hat, dann sollte man die hochstellen. Denn dann ist da auch im Spiel was geboten entsprechend. Wenn die Spiele nachher bedeutsamer werden, dann ja, kann man das auch sehen. Gibt, glaube ich, im Spiel ganz viele Effekte, die so eintreten bei besonderen Sachen. Ne? Wir haben eine Welle eingebaut, die Pyrotechnik in verschiedenen Farben, Bankspieler und alle möglichen Sachen. Da passiert, glaube ich, eine Menge. Und ja, da sind wir immer weiter dran. Einmal den Film angucken. Der FB, Bullhausen, habe ich FB, ich wollte eigentlich FC, peinlich. 0 Jahre gelebte Tradition. Das ist unser sensationelles Vereinsgelände halt. Für 2,2 Millionen eben gebaut. Haufenweise Abteilungsleiter, Mitarbeiter genau 22, die müssen auch spielen. Blutbahn, so sieht die Blutbahn aus. Noch in grün, wir werden gucken, dass wir den Rasenrot tränken können. Fast 10 Millionen hat der Bau des Stadions gekostet. Jede Menge Plätze drin und Windkraftwerke im Hintergrund. Mats Kühne, wer kennt ihn nicht? Unser bester Jugendspieler. Marvin, liebe Grüße an Marvin, ist auch im Twitch-Chat gerade unterwegs. Hallo Marvin, bitte Blumen im Chat für Marvin. Marvin ist unter dem Nickname WBs kleiner Liebling auch im Twitch-Chat unterwegs. Und? Nein, das Spiel ist doch nicht etwa abgestürzt. In dem Augenblick, wo wir es zu Ende zeigen wollten. Oh je, das ist ja unfassbar. Das Spiel ist mir gerade abgeschmiert. Oder ich habe rausgetappt. Nein, das Spiel aktualisiert im Hintergrund. Zieht sich ein Update. Vorführeffekt. Unfassbar. Das war auch noch nicht so gesehen. Nun gut. Also, WBs eigener Verein, mit dem ich die Spielegeschichte schreiben wollte, schmiert in dem... Also, großes Motto unserer Streams lautete immer, WB bekommt jedes Spiel kaputt. Ich habe es mal wieder demonstriert. Wir starten noch einmal neu hier. Peinlich, peinlich. Zu meiner, also peinlich für mich. Gemein gegenüber dem Gast. Und vor allem, ich wollte mich gerade in Blut baden halt. Spiel startet neu im Hintergrund. Da ist es wieder. Kann mal passieren. Aber wir haben auch viel rumexperimentiert mit den verschiedensten Modi und mit extra Datenbanken und anderen Geschichten. Das Spiel war mit WBs Blutbahn überfordert, heißt es im Hintergrund. Liebe Leute, 5 Minuten noch. Eure Fragen an Gerald, die ihr noch nicht losgeworden seid. Jetzt 5 Fragen an Gerald. Oder 10. Oder wie auch immer. 5 Minuten Fragen an Gerald. Schießt eure Fragen ab rüber zu Gerald. All die Fragen, von denen ihr seid, der Meinung seid, WB war zu doof, die bislang vorzulesen und Gerald darauf zu verhaften, sie zu stellen. Alle Fragen, von denen ihr meint, meine Frage ist die wichtigste. Jetzt muss sie beantwortet werden. Ganz schnell, eure Fragen an Gerald. Jetzt kommen die ersten Schrammen schon rein. Ich habe meine Fragen wieder vergessen. Magst du dir mal selber ein paar Fragen rauspicken aus dem Chat und ich lasse dich 3 Minuten mit dem Chat alleine und dann bist du mal dafür verantwortlich, welche Fragen rausgepickt werden und niemand kann auf mich böse sein, Gerald. Ich sehe momentan da leider nichts, deswegen. Du siehst den Twitch-Chat gerade nicht, oder? Ja. Sag mir Bescheid, wenn du die siehst, sonst lese ich dir ein paar vor. Und für alle, die... Ich sehe leider nichts. Du siehst den Twitch-Chat gerade nicht, oder? Nee. Dann lese ich dir einfach ein paar Fragen vor. Und zum Beispiel... Online-Multiplayer. Kommt Online-Multiplayer, fragte Ragnar. Da hat sich an dem Status nichts geändert. Das ist ein Riesenprojekt und wir würden das wahnsinnig gerne machen. Aber es ist jetzt nichts, was wir in kurzer Zeit sozusagen hinbekommen. Wenn, dann wollen wir das richtig gut machen. Und wir haben die klare Priorität gehabt, dass wir unser Spiel erstmal auf das Niveau bringen, dass das dann auch wirklich dann richtig, richtig Spaß macht. Und es erfordert dann
auch eine ganze Menge, nicht nur an technischen Sachen, sondern glaube ich auch an spielerischen Sachen, dass man die Wartezeiten optimal nutzt, dass dann Bildschirme aufgehen, die sagen so und so, der und der ist fertig, dass man die Leute motiviert, weiter zu klicken, wie überbrückt man die Spiele, wie überbrückt man Verhandlungen und solche Sachen. Da muss eine ganze, ganze Menge gemacht werden. Aber du kannst dir sicher sein, dass das für uns ein ganz wichtiges und großes Thema ist. Aber ich würde das nicht zwischen Tür und Angel, kann ich das nicht einfach versprechen und sagen, wir machen das jetzt, weil das ist auch ein riskantes Thema. Da kann man sich auch verrennen und das sind große Datenmengen und man muss ein extrem schlaues System finden. Aber was wir dauerhaft machen, ist schon praktisch, dass wir so ein bisschen vorbereiten auf den Schritt, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie Daten geschickt werden, die User eintippen, eingeben, zum Beispiel jetzt irgendwas auf dem Bildschirm eintippen oder wenn irgendwie Maus-Sachen gemacht werden, dass das entsprechend aufbereitet wird, dass es dann auch später so praktisch bereit ist, dass es dann online auch funktionieren kann. Also ist für uns ein dauerhaftes Thema, aber es ist nichts, was Gerald, wir halt kurz machen können. Ich erhöhe mal den Schwierigkeitsgrad für dich. Ich nehme noch 8 Fragen raus aus dem Chat und das klappt unter folgendem brutalen Schwierigkeitsgrad für dich maximal 2 Sätze in der Antwort. Schaffen wir das? Also ich ja, ich schaffe das problemlos. Aber das ist, ja, damit ein paar Leute noch das Gefühl haben, ich kam auch dran. Wenn du kürzer als 2 Sätze schaffst, keine Beschwerden meinerseits. Ja. Okay. Wir gehen mal einfach mal der Reihe nach vor, so wie es eben gepostet worden ist. Erste Frage. Wie viele 3D-Szenen gibt es? Fragte Eisadler. Man kann, ich glaube, um die 28 Stunden gucken. Wenn die Kinder im eigenen, ich stelle, pick die Fragen raus, die wir nicht schon im Laufe des Streams beantwortet haben. Wenn die Kinder im eigenen Verein spielen können? Ja. Wann gibt es die Stofftrillerpfeifen zum Kauf? Nicht geplant, aber eine super Idee. Wie ist die Performance bei mehreren Spielerjahren? Wird keine großen Probleme geben, glaube ich. Wird es Originalstadien geben? Nein. Aber man kann sie editieren. Alle kann man im Editor einstellen und dann sind die so weit, wie man es halt hinbekommt, auch entsprechend. Habt ihr schon Pläne, die über das Release hinausgehen und die danach auf jeden Fall kommen? Ja, habe ich auch schon ein paar genannt. Also zum Beispiel die Trikots, dann Statistiken, noch eine Sofortberechnung, ein Modus, wo man noch Infoboxen bekommt. Also für die Tempospieler wird sich noch eine Menge Gutes tun. Preis des Spiels zum Release. Bitte? Der Preis des Spiels zum Release, wie teuer es sein wird? Das Spiel kostet 39,99. Dann, wenn ein Spiel bis zum Tag X simuliert wird, ob dann die Mitarbeiter sich auch um alle Wirtschaftsdinge kümmern, Sponsoren oder ob nur die Matches simuliert werden? Alle Mitarbeiter werden aktiviert und es ist die gleiche Logik, die auch bei den anderen Vereinen verwendet wird. Kann man über den Editor eigene Ligasysteme einbinden und gestalten? Ja. Also ob die Spielerwerte und die Berechnungen genauso komplex und tief seien wie beim Fußballmanager 2024? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da berechnet wird. Eine Frage, wenn... Aber für uns gibt es folgende Regel, alles gleich. Alles gleich. Keine Tricks und Doppelboden, es ist alles identisch. Dann eine Frage von Corner. Wenn du oder wenn ihr als Entwickler ein unbegrenztes, finanziell unbegrenztes Marketingbudget hättest, was wäre die Fußballpersönlichkeit, die du verpflichten würdest, gerne zur Bewerbung deines Spiels? Da erwischt mich jetzt total kalt. Ja. Einzige richtige Antwort wäre gewesen, Writing Bull. Leider verpasst. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Im Chat wird gefragt, eventuell Jürgen Klopp, aber ich glaube, da werden dir schon Leute in den Namen genannt. Anscheinend nicht. Nein. Letzte Frage. Eine Frage noch aus dem Chat. Der wäre schon in der engeren Wahl. Jürgen Klopp oder Writing Bull? Jürgen Klopp. Ja, danke für diese ehrliche Antwort. Eine Frage noch. Eine Frage noch. Eine Möglichkeit, eine, die ein bisschen allgemeiner und nicht so speziell ist, damit viele Leute zufrieden sind. Eine letzte Frage noch.
Wie lange dauert es bei, ich formuliere die Frage ein bisschen um, bei einem Durchschnittsspieler, um, also einem Spieler eures Spiels, der so durchschnittlich klug und fähig ist, wie lange dauert, braucht man, um aus der vierten Liga im Schnitt in die erste zu kommen? Ich würde sagen, wir geben uns so 5 bis 7 Saisons und ja, da kann man das schaffen. Gerard. Und das würde bedeuten ungefähr, sagen wir mal, ein Tag. Also 24 Stunden. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin selber sehr erfreut darüber, an wie vielen Details ihr den Vorgänger verbessert habt, wie viele Fanwünsche auch umgesetzt worden sind, erkennbar. Wie viel Quality of Life Verbesserungen es gibt im Spiel, so Details, die man als Spieler des oder als Kenner des Vorgängers, die einem dann so positiv auffallen. Die 3D-Szenen sind erkennbar so gestaltet worden, nicht auf Show-Effekt und auf Marketing, sondern darauf, dass sie wirklich Informationen auch tragen, Informationsträger sind. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und ansonsten, wie viel man simulieren kann, wie viel man auch rumspielen kann, wie viel Sandbox-Tiefe es gibt, also dass man so als Spieler einem so viele verschiedene Möglichkeiten an Hand gegeben werden, in der eigenen Freiheit das Spiel zu nutzen, wie man möchte. Also dass nicht so Entwickler sagen, hier, das ist unsere Philosophie, genauso müsst ihr das Spiel spielen, sondern dass man selber ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie man dieses Spiel annehmen und spielen kann. Das mag ich persönlich sehr. Und ich hoffe, viele Leute, ich habe auch den Eindruck, viele Leute waren mit großem Interesse dabei. Das Spiel erscheint am 4. März 2024, kostet, habt ihr eben gehört, einen überschaubaren Preis. Gibt es auf Steam, gibt es auch eine Demo, die ihr runterladen könnt, mit fast allen Spielfeatures, mit denen man das Spiel ein halbes Jahr lang spielen kann. Danach geht es dann nicht weiter. Und auf Games Planet gibt es das Spiel auch schon zum Release mit einem Angebot. Ich kenne es noch nicht genau, das vermutlich ein bisschen billiger wird, eventuell auch mit dem personalisierten Gutscheincode von mir. Viele liebe Grüße an dein Team. Du trittst oft auf also du hast ein Team hinter dir. Oft wird es wahrgenommen, es sei ein Gerald Köhler-Team. Aber es gibt noch viele andere Kollegen, die daran auch gearbeitet haben. Und wir kriegen Fans oft gar nicht auf die Reihe wahrzunehmen, dass es mehr Leute sind als nur Gerald. Die sind auch da. Von uns liebe Grüße an das gesamte Team. Daumen drücken fürs Release. Wird sicher eine spannende Sache und dass ihr einen coolen Erfolg habt damit. Und danke, dass du dabei warst. Ganz, ganz vielen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache loswerden. Ganz vielen Dank an unsere Beta-Tester, die das möglich gemacht haben. Es waren 9 Leute und ihr war die allerbesten. Und große Arbeit. Große Arbeit.